wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Ich weiß, es ist lange her, ein neues Jahr, ein neuer Milo, eine neue Area Adams, wie auch immer. Wir starten und beleben damit diesen YouTube-Kanal wieder, dieses Jahr mit Poppy Playtime Chapter 3. Ist heute released, ganz frisch draußen. Ich werde das jetzt in einer Sitzung durchballern und dann werden wir das gesamte VOD bei YouTube hochladen. Ihr könnt es dann in voller Länge genießen. Ich hoffe, ihr habt Bock, ich habe richtig Lust. Und damit gibt's nicht viel mehr zu sagen als Let's go! Neues Spiel! Der Beginn eines neuen Spiels überschreibt deine vorherigen Speicherdaten. Ja, ey, komm, rein da, I guess. Oder muss ich auf Fortfahren drücken? Wir drücken mal auf Fortfahren. Letzten Checkpoint laden? Ja, sure, ich hab ja keinen. Kann ja nichts schief gehen, so. Big Hairy Feet. Ich weiß auch gar nicht mehr, was im letzten Chapter zum Schluss passiert ist. Ich glaube, wir sind mit diesem Zug verunglückt, oder? But what is happening? It is very disgusting. Ihh, habt ihr die Fratze gesehen? Okay. Ja, und damit hallo, herzlich willkommen. Welcome back und so. Ja, das sieht ja total süß aus hier. Ist das eine Müllpresse? Stopp! Do not press me! Moment! Ich muss hier raus. Okay. Jetzt bin ich hier und nu? Hier durch? Oh Gott, wo muss ich hin? Sieh dich nach Gegenständen um, an denen du dich hochziehen kannst. Ja, wo denn? Ach, da. Oh. Und jetzt? Pull me up oder so. Okay. Ich bin jetzt oben und jetzt. Ich hab's geschafft. Okay, ich hab's geschafft. I am very proud. Was ist das hier? Bolzen. Okay. Habe ich Fallschaden? Kein Fallschaden, alles klar. Das hier? Kann ich hier durch? Krabbel ich hier? Nein? Okay, falsche Richtung. Muss ich hier runter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin maximal lost. Hier runter? Nee, das sieht nach tot aus. Da kann ich jetzt nicht einfach runterspringen. Nee, weißt du was? Komm. Wir machen mal einen smarten Gaming-Move hier einfach. Hier rauf. Da muss ich doch bestimmt gleich hier. Aha! Alle hopp. So. Und nu? Jetzt warte ich wieder, bis es da hochgeht. Alles klar. Wir kriegen das hin. Okay. Noch einmal ein Stück höher. Und darüber. Okay. Wir sind wieder mitten in Poppy Playtime drin. Ohne großes Tamtam, ohne großes Intro. Beim letzten Teil sind wir fast aus dieser Fabrik entkommen. Ich meine mich zu erinnern. Wir sind fast rausgekommen. Und dann sind wir mit so einem Zug gefahren. Und der Zug ist verunglückt. Und jetzt sind wir hier. Jetzt ist alles für den Arsch und wir sind in dieser Ruine wieder. Das werden wir hoffentlich auf irgendeine Art und Weise überleben. Wir sind gespannt. Es ist, wie gesagt, ein bisschen her, dass ich YouTube-Videos hochgeladen habe. Ne? Und ich dachte mir, dieses neue Chapter von Poppy Playtime wird so genau das Richtige, um meinen YouTube-Kanal wieder zu beleben. Hier ist eine ominöse rote Tür. Sesam, Sesam. Aber hier gibt es doch bestimmt noch viel zum Umgucken. Ich guck erstmal ganz kurz, ob hier hinten irgendwas ist. Ich bin ja ein bisschen neugierig. Was ist hier los? Oh nee, ist immer super vertrauenerweckend, wenn irgendwo rotes Blut von der Decke tropft. Das ist immer sexy, hör mal. Das ist immer sexy, das komplette neue Chapter. Ja, wir spielen das komplette neue Chapter jetzt, hier und heute durch. Für die, die es interessiert, ich bin jetzt gerade auf Twitch live, da kann man sich das gerade angucken. Und es wird dann im Nachgang bei YouTube hochgeladen. Es wird im Nachgang dann komplett bei YouTube hochgeladen. Was ist das da hinten? Kann ich mir das schnappen? Anscheinend nicht. Okay, alles klar. Man sagt ja immer so, Curiosity killed the cat. Also hier, Neugier tötete die Katze, so nach dem Motto. Aber ich bin halt auch einfach neugierig, ne? Ich gucke mir immer alles an und gehe überall hin und schaue immer, wo ich irgendwas übersehen haben könnte. Aber hier scheint nichts zu sein, deswegen gehen wir jetzt einfach die Treppe hier hoch, hör mal. Ich hasse das. Ich hasse das immer so stark, wenn man irgendwo irgendwelche komischen Geräusche hört und man weiß nicht woher. Oh,
Das sind nur die Bolzen, ey. Ich scheiß mir schon wieder ein hier, mein Gott. Oh Gott, wo soll ich denn hier rüber? Ja, Jump-and-Run-Element hier. Denkt euch einfach mal so einen Death-Counter. Wenn ich irgendwie sterbe, dann zählt einfach mal mit. Wir zählen einfach mal, wie oft ich heute abnippel, während ich das spiele. Ich bin ja selbsternannter Gaming-Profi. Oh, ich bin schon das erste Mal fast gestorben. Aber ey, easy GG direkt rüber. Geiler Scheiß. Es ist ganz schön dunkel. Es ist ganz schön dunkel. Mein Gott. Das wird gut, kenne ich komplett. Wer spoilert, fliegt hier hochkant raus, liebe Kinder. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, ne? Ach so, ich ziehe das zu mir rüber. Hui! Hallo? Hallo? Ach so, ich musste noch ein Stück springen. Alles klar. Muss ich da rüber oder falle ich da einfach runter? Ich bin einfach runtergefallen. Alles klar. Bisschen eng hier, ich bin ein bisschen klaustrophob. Klaus. Ich stoß mir doch gleich die Omme an. Das ist doch eine sehr niedrige Decke hier auch einfach. Kann ich hier raus? Wo soll ich? Was soll ich hier? Hallo? Achso, ja gut. So. Hallo, ist das hier das Lehrerzimmer, die Lounge für Mitarbeiter? Oder so. Was ist das hier? Hier kann ich wieder so eine Kassette abspielen. Gab es im letzten Teil auch schon. Man konnte so Videokassetten konnte man suchen. Und dann konnte man die abspielen. Hier muss irgendwo eine rumliegen. Leg die Batterie in den Stecker. Was für eine Batterie? Was für ein Stecker? Was? Wo ist hier eine Batterie? Bin ich blind oder blöd? Da. Gib her. Ich habe eine Batterie. Ist das da unten der Stecker? Nee, das... Das ist auch eine Batterie. Ich habe zwei Batterien. Rein in die Olga. Und jetzt müsste doch hier... Ich bin doch einfach ein verdammtes Genie. Man muss es auch an der Stelle ganz klar mal so sagen. Ich fände es aber toll, wenn ich diese Kassette noch finden würde. Hier, wie gesagt, hier ist doch so ein... Hier ist doch so ein... Hier so... Ach. Ich bin auch einfach ein bisschen selten dämlich. Die liegt genau davor... Und ich übersehe das einfach. Wir ballern das jetzt einfach da rein. Hier, komm. Rainer! All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily enough, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this... I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something, too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said. Said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. Der geht's nicht gut. I wanted to talk to her. See how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Ach so, es ging um ihre Tochter. Ihre Tochter hat ein richtig schreckliches Monster gesehen. Oh! Oh, böse. Ist immer ein richtig geiles Zeichen, wenn kleine Kinder so richtig krasse Monster sehen und die Eltern, die aber nicht sehen, das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist auch der Grund, warum ich keine Kinder haben möchte. Sonst sehen die Dinge, die ich nicht sehen will. Press hier! I'm Bubba Bubba Fint. Hey, I remember you.
Baba Baba Fett. Sprich weiter. Ein Elefant erinnert sich immer. Oh, okay. Woran erinnert er sich? Bei uns? Was zum Arsch? Oh nee! Ach komm, es muss doch nicht sein! Hä? Bin der Telefonmann. Wo klingelt der? Ja, aber wo ist denn das Telefon? Hallo? Hallo, Telefon? Hier? Nee, hier zapfe ich nur Strom. Okay. Wo ist das scheiß Telefon? Hinter dieser Tür hier irgendwie. Ah ja, jetzt habe ich aufgemacht. Alles klar. Elefantenjagdverein tötet, was trötet. Hallo? Hey, Lisa! Was? Was soll ich mir angucken? Was? Wo? Was? Ach so, du hast mir hier eine Batterie geliefert. Okay, alles klar. Ja, danke dafür. Alles klar. Rainer! Ach komm. So, jetzt aber. Okay. Sesam, öffne dich! Oh Gott, ich bin maximal... Oh. Das ist der Zug. Yes! Wer ist we? Wer seid ihr? Das klingt ja ganz schrecklich. Es klingt ja ganz, ganz schrecklich. Okay, ja, der neue große Bösewicht in diesem Game ist dann wohl Catnap. Und anscheinend müssen wir jetzt in die Playcare. Und das ist dann wohl so sein Jagdgebiet. Geil! Rein da! Was soll schon schief gehen, wenn wir dieser großen bösen Killerkatze hinterherlaufen? Alla. Eieiei, oh, das ist doch nicht gut. Also im letzten Teil sind wir mit diesem Zug, den wir da gerade gesehen haben, sind wir hier angekommen und der ist dann aber gecrashed und jetzt sind wir hier. So. Ja, und das ist der Protagonist so aus den anderen Teilen hier, Hagiwagi, der mit absoluter Sicherheit nochmal vorkommen wird in diesem Teil, da bin ich mir absolut sicher. Ich bin sehr gespannt. Oh, schön, hier Kakerlaken an den Wänden. Ein Security-Room. Geht da auf? Der geht tatsächlich auf. Was haben wir denn hier? Gibt irgendwas zum Sammeln? Hier so Akten oder so? Nee, alles klar, kann ich nicht sammeln. Hallo? Hier ist ein Stromkabel. Knopf! Den kann ich tatsächlich nicht drücken. Okay. Ich laufe einfach mal noch ein Stück weiter. Okay. Was zum Arsch? Nimm den Griff und drehe den Strahl mit Q und E. Bitte? Aha. Okay, ich habe das jetzt gedreht. Okay. Ich soll das darauf lenken. Okay. Und da ist jetzt Strom oder was? Oder ist da nur Strom, wenn ich das festhalte? Da ist nur Strom, wenn ich das festhalte. Okay. Da läuft jetzt Strom. Diese Tür geht nicht auf. Richtig, den Strahl, während die Strom... Oh! Was zum Arsch habe ich jetzt getan? Moment, ich bin ein bisschen lost gerade. Entschuldigung, Moment. Das soll darauf jetzt, oder was?
während wir die Stromquelle berühren und schießen. Ich werd grad nicht hundertprozentig schlau draus, was ich tun soll. Ich hab im Nebenraum irgendwas, wo ich irgendwie... Nee. Aber mein Arm hat eine ganz schöne Reichweite scheinbar. Holla, die Waldfee. Moment. Ja, das brauchst du mir jetzt nicht fünfmal sagen, dass ich das tun soll. Ich muss erstmal rausfinden, wie ich es genau mache. Wie genau ich das tue. Bin halt manchmal aber auch ein bisschen blöd, muss ich dazu sagen, ne? An der Stelle einmal Dankeschön für die Follows auf Twitch, ihr Mäuse. Schön, dass ihr da seid. Und an die auf TikTok. Wir streamen gerade auf Twitch, vielleicht habt ihr das ja schon gesehen. Und das ist meine Hauptstreaming-Plattform. Aber ich dachte mir, ich übertrage das mal mit auf TikTok. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mit rüberkommen vielleicht. Dann, warte mal, ich lauf noch mal außenrum. Ich lauf noch mal außenrum, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Hier vorne vielleicht irgendwie. Hier ist die... Das ist aber nur die Tür von der anderen Seite. Und ich muss hier aber erstmal für Strom sorgen. Das ist nur ein Fenster. Alles klar. Ich habe das jetzt noch nicht so tausendprozentig verstanden. Da muss ich mal ganz ehrlich sein. Zu euch, ihr Kinder. Moment, was da jetzt passiert? Ich hab's gelöst, aber ich weiß nicht wie. Ich kann nicht mehr. Also ich hab's gelöst, aber das war jetzt mehr Glück als Verstand. Aber ey, drauf geschissen. Wen interessiert das schon? Wir haben's geschafft. Durch die Absperrung. Hallo. Elliot's Express. See the world through the eyes of a child on Elliot's Express. Ja, nein, danke. Hört ihr das auch, das Geräusch? Hört ihr das auch? Ich glaube. Ja, tatsächlich, diese komische Absperrung hat gerade dauerhaft irgendein Geräusch gemacht. Aber egal. So, hier ist noch einer mit so einem Knopf. Hey, I'm Chicken Chicken. Wanna go outside and hang out? Sehr ungern, sehr, sehr ungern. Nee. It's looking pretty bad outside. It's looking pretty bad outside. Jetzt hat er gerade zwei Voice Lines auf einmal gesagt. Was? Will you come with me? Nee. I'm scared. Oh. Here, follow me. I'll step out first. Warum müssen mich hier alle anschreien? Was ist denn mit euch? Das ist doch scheiße! Mann! Oh, Playtime Lemonade. Hier, das ist Mami Longlegs aus dem letzten Teil. Aus dem Chapter 2. Die war richtig, richtig, richtig spooky und creepy. Also das war ein sehr, sehr gutes Chapter und ich bin sehr gespannt auf das jetzige. Guck mal, da ist ein Schalter. Und da ist ein Schalter und, jeet. Ich bin doch einfach so ein Naturtalent. Der hat auch einfach beide auf einmal jetzt hier gezogen. Hallo? Hallo? Was ist hier? Oh, okay, wir fahren Gondel. Alles klar. Hallo. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? Geld. I asked around once. Money. I never have enough. Understanding. I can never get any. Faith. The common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, one of them could muster... Ach du Scheiße, guck dir mal an, wie creepy das hier draußen aussieht. Ja, Lächeln ist Hoffnung. Ja, toll. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Ja, und dann verwandelst du die in böse Spielzeuge oder was? For it is only through hopes and dreams that we may create a better world.
One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. Was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce... Was? Was announcest du? Playcare! Playcare! Yo! Our very own on-site orphanage. Ein Waisenhaus. But it's not only that. It's a school. A playhouse. A place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface. Also not gonna lie. In every inch and detail to ensuring a child's smile. Das sieht ganz twisted aus. Mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. Nee. For what gives life its meaning if not a smile? Rückwärtsgang. Stopp. Nee. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als mich zerfleischende riesige böse Monster. Und das sind Kinder! War jetzt offensichtlich ein Scherz. Aber holy. It's me again, Ali. Hi. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Ja. Take the stairs that go under it. Alles There's klar. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Okay, alles klar, wir sollen hier in den, hier, da ist wahrscheinlich so ein Elektrikkeller da unten hier. Was ist das? Hoppy Hopscotch, unafraid to hop where others might sit. Hoppy is the friend everyone needs to maintain their energy and enthusiasm. While sometimes loud or impatient, she'll always hop beside her friends, even if it means slowing up once in a while to keep their pace. Drücken! Ich möchte zum Mond hüpfen, alles klar. Sagst du immer das Gleiche? Die sollte Rapperin werden, ich sag's euch, wie es ist, ne? Also, das ist ein sicker Beat auch einfach, wie die coolen Kids sagen würden. Peppig. Ja, das ist richtig stylisch. Gomme-Mode. Kann das alle nicht mehr. Eieiei. Eieiei. Ja, wollen wir doch mal hier rein in den Keller. Oh. Natürlich muss die Tür nach außen aufgehen und ich hau mir die selber voll in die Fresse. An der Stelle einmal ein kurzes Hallo und Dankeschön für den Support auf TikTok. Schön, dass ihr alle da seid. Ich streame gerade auf Twitch. Ne? Und wenn ihr Lust habt, dann schneid gern mit zu Twitch rüber. Ich lasse es nebenbei bei TikTok laufen, dachte ich mir einfach mal. Bei Twitch kriege ich aber ein bisschen mehr mit. Ne? Kleines bisschen mehr kriege ich bei Twitch mit. Also lehnt euch zurück, genießt alles. Ich gucke hier in der Zeit mal ängstlich um die Ecke. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es wird auch im Nachgang alles bei YouTube hochgeladen, das gesamte Let's Play. Aber ja, ich freue mich, dass ihr alle live mit vor Ort seid. Was ist denn das hier für ein Apparillo? Was soll ich denn da machen? Nix, einfach nur Deko oder was? Hier, 1000 Knöpfe. Was ist das hier? Noch mehr Knöpfe? Ein Stuhl! Ein Telefon? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich einen Stuhl umgeschmissen. Scheiße. Was ist das hier? Hallo. Ah, hier ein Schlüssel. Jetzt habe ich den Schlüssel gekriegt. Okay. Ich habe... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Tür links neben der Gondel, aus der wir gerade kamen. Okay, alles klar. Kriegen wir hin. Der Dialog in dem Spiel ist auf Englisch, aber ihr habt Untertitel, ne? Ich hoffe, das passt für euch. Ich würde das deswegen jetzt nicht alles nochmal direkt übersetzen, weil das dauert immer so ein bisschen, ne? Da oben ist die Tür, zu der wir müssen. Sagt mir doch gerne mal, ob ihr mit den Untertiteln so klarkommt. Insbesondere die Leute auf TikTok, sind die groß genug für euch? Weil das
man musste das Bild halt so ein kleines bisschen croppen, damit das komplett reinpasst, so. Sagt mir gerne mal, ihr TikTok-Mäuse, passt das für euch mit den Untertiteln? Dann wäre das wunderschön. Und hier ist die Tür, durch die wir jetzt raus müssen. Okay. Hallo! Oh. Hallo? 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 Watch your step. Don't forget your mask. Warum haben die ganzen Mitarbeiter hier immer Gasmasken getragen? Ach. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil plague care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Alles klar. Okay, also, das ist die Maschine, die das ganze komische, giftige Gas produziert, was hier anscheinend alle in irgendwelche Mutantenspielzeuge verwandelt. Das geht gerade nach rechts raus. Wir müssen aber hinkriegen, dass es nach links rausgeht. Dafür müssen wir diesen Knopf drücken. Dafür braucht die Maschine aber Strom. Und hier laufen an die 3 Millionen Kabel lang. Die wäre scheinbar hier, irgendwas müssen wir erstmal reparieren hier. Lass uns mal, wir gucken mal hier. Komm, wir gucken mal. Kann ich hier durch das Fenster kriechen? Geht das? Muss ich das Rätsel von hier aus lösen oder was ist die Mission? Kann ich durch das Fenster durch jeeten? Nee, kann ich nicht. Okay, dann muss ich da irgendwie reinkommen. Guck mal hier vorne, kann ich da rein? Nein. Alles klar, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich lasse es einfach. Spaß beiseite. Knopf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay. Nicht verzagen, einfach aufgeben. Ich sollte auch einfach so Life-Coach werden. Ich gebe auch einfach die besten Hinweise. Nicht verzagen, einfach aufgeben. Was haben wir hier? Da redet wieder einer mit uns. Der atmet einfach nur. Hört ihr das? Nee, der schnarcht. Der schnarcht. Okay, hier ist irgendein Hebel. Kann man den ziehen? Nee, Deko-Hebel. Was ist das denn hier? Um Gottes Willen. Oh, hier gibt's, es gibt so viele Dinge. Ich weiß gar nicht, was... Ja, also, aber... Oh. Da! Batterie. Klonk, die schnecken wir uns schon mal eben rein. Da oben liegt bestimmt noch eine. Wir gehen direkt mal gucken, ob wir da noch was abgreifen können. Willst du mich rollen? Ich kann die Treppe nicht gehen. Ach, da ist ein Gatter davor. Das sieht man nur nicht so gut. Alles klar. Okay, wir haben eine Batterie gefunden. Die speisen wir jetzt einfach mal da drüben ein. In den grünen Kasten, meine ich, ne? In diesen grünen Kasten müsste das rein. So. Hallo, rein da. Hallo? Oder hier rein? Hallo? Ah, so, aha. Manchmal bin ich ein bisschen blöd, ja. Ja. Okay, hallo, was ist das? Ja, Kassettenrekorder. Das heißt, da liegt wieder ein Tape und das hören wir uns jetzt an. Hallo? Hab ich das Tape? Hallo? Ah, ja, okay. Grepek 2.0. Extended Wirelength. Längere Kabel, ja. Swapping Hands ist easy. Wir können die Hände dann austauschen. Okay. Der Düsen, das ist quasi... Ein Jetpack ist das quasi... To break long falls, damit wir hier lange Stürze überleben. Okay, alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. But watch where you land. Ja, schön. Welche Fabrik hat keine Stacheln im Boden, ne? Thank you. Use the grab pack 2.0 with care.
Da ist es, meins. Meins, gib her. Gib her. Gib her. Drücke 2 oder scrollen, um die Hände zu wechseln. Okay, was zum Arsch? Was bist du denn für ein Grabscher? Da hinten ist irgendwas, da sollen wir irgendwie, da hinten ist irgendwas. Okay, kann ich hier durch? Geht das auf? Das geht natürlich nicht auf. Alles klar. Let's fetz! Guck mal, hier ist was. Oh! Ja, nu! Wir sind hier. Ah, das ist ja geil hier, unsere eigenen Jump-and-Run-Elemente. Mega geil ist das. Okay, alles klar. Da kommen wir nicht durch. Hier ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Ey, komm, das bisschen Blut tut dem Spiel nur gut, sagt mein Mann. Alles klar, alles klar. Ey, alles easy, alles total entspannt, alles überhaupt nicht gruselig. Hey, 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 hey. Jeet! Ich vermute mal, ich soll mich da drüber jeeten, oder? Jeet! Oh, ich bin so ein verdammtes Genie, bin ich auch einfach, ne? Wow! Ah! Oh! Ey, was ist denn das hier? Finde ich gut. Das Ding hole ich wieder so zu mir rüber, ne? Und nu? Muss ich die andere Hand nehmen? Oder was? Kann ich mich mit der da festhalten? Oder was ist der Plan? Ach so! Ja, okay. Verstehe. Nee, habe ich nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich's. Okay, alles klar. I'm sorry, aber das sieht nicht so aus, als würden wir das schaffen von der Distanz her. Kann ich das... Ey, ganz im Ernst? Sekt oder Seltas? Jeet! Scheiße! Tod Nummer 1. Ja, nu. Ja, richtig, das ist Poppy Playtime Chapter 3. Okay, ich habe auf jeden Fall immens verkackt und muss jetzt die Plattform, glaube ich, noch mal irgendwie ein Stück weiter darüber. Geht das? Warte mal, kann ich die da damit schieben? Nee, das funktioniert nicht. Aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Muss ich nochmal ein Stück zurückgehen vielleicht? Nee, hier kann ich gerade wieder zurück, ne? Ich habe die Plattform zu weit zu mir rangezogen. Ist da irgendwie eine Möglichkeit für mich, das wieder ein bisschen zurückzusetzen oder so? Geht das? Geht das? Bist du noch am Anfang? Ja, wir sind noch relativ frisch im Spiel. Also wir haben noch locker ein paar Stunden vor uns mit dem Spiel. Wir haben ganz neu angefangen. Aber anscheinend bin ich einfach zu blöd, um diese Stelle hier gerade zu schaffen. Muss mich doch bestimmt einfach wieder darüber ziehen, irgendwie ein Stück. Aber wie? Jetzt einfach nur so hüpfen macht ja keinen Sinn. Kann ich mich irgendwie selber nochmal ein Stück zurückziehen, so? Nee, das geht schon mal nicht. Okay. Entweder habe ich mich gesoftlockt oder ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich nichts, was ich hätte tun sollen, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bin ich gut! Oh! Booyaka! Boah! Boah! So. Yeah. Oh, hoppala. Yeah. Nennt mich einfach Puzzlemeister 3000, Digga! Hier ist so ein... Mach ich das auf? Muss ich das aufmachen? Oder was mache ich da? Soll ich wahrscheinlich von oben ran, ne? Hoppala. Hallo. Das war die falsche Richtung. Warte. Einmal gedreht. Dann hier Strom und da rein. Und das reicht von der Länge nicht. Alles klar, danke dafür. Jetzt? Willst du mich rollen?
Ist das dein Ernst? Ah! Wahrscheinlich soll ich den hier machen, oder? Hoi! So, jetzt aber jetzt! Verarsch mich doch nicht. Hä? Willst du mir wirklich sagen, dass das ein Zentimeter vorher abbremst? Ach so, guck mal da. Moment. Dann nehmen wir doch einfach das da, oder? Nee, er funktioniert ja auch nicht. Bin ich denn... Hä? Hä? da. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Moment. Nee, Moment jetzt mal wirklich. Wohin zeigst du? Zeigst du. Soll ich das so über Kreuz machen? Wirklich? Ist das die Lösung? Moment. Hä? Hä? So. Einmal Hände wechseln. Da einmal Schmackes und hier einmal. Rein da. Warum hat das jetzt funktioniert und das andere nicht? Ich bin leicht konfus, bin aber okay damit. Ey, Janu, ist halt so. So, und jetzt machen wir noch einmal den hier. Hat das schon wieder nicht funktioniert? Moment, dann müssen wir hier noch mal... So, und rauf da. Bam, Junge. Ich bin einfach der Puzzlemeister hier. Hören Sie mal. Jawohl, ja. So, das habe ich aufgemacht, das habe ich aufgemacht. Hier bin ich drüben. Hat jetzt schon alles Saft hier? Nee, da fehlt noch irgendwo was hier. Oder? Hat das schon gereicht? Oh, es hat tatsächlich gereicht. Oder? Tut es das, was es tun soll? Hallo? Das sehe ich auch. I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into Home Sweet Home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck. Ah. Scheiße. Das möchte ich jetzt nicht. Okay, wir sollen wieder ein Stück zurücklaufen. Und da holen wir uns noch einen Schlüssel und dann kommen wir in den nächsten Bereich und da müssen wir ein Notaggregat anschalten, quasi. Nicht so pessimistisch, die Kinder brauchen dich! Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt zu Hause auf meinem bequemen Sessel sitzen und mir die Eier kraulen, weil mir das hier alles am Arsch vorbeigeht und ich nicht mein Leben riskieren möchte. Aber hey, mich fragt ja keiner, ne? Ich fragt ja niemand. So, hier unten kriege ich jetzt noch einen neuen Schlüssel von dir, ja? Hallo. Was ist das? Kein Anschluss. Offline. Bla 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 bla. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel. Hallo? Aha. Stefan, danke. So. Was hat er gesagt? Wo sollte das jetzt, wo soll ich jetzt hin? Candy Cat Snacks. Nom 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 nom. Hab das schon wieder vergessen. Ich muss jetzt mal eben abklappern, wo er gesagt hat, ich soll hin. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier. War das hier gemeint? Soll ich hier hin? Tatsächlich, ich bin einfach. Also, hör mal. Oh, das sieht ein bisschen creepy aus hier. Hallo. Hey. P. Oh. Ladezeiten. Wir lieben Ladezeiten. Wie weit sind wir schon? Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, wir haben jetzt... Also wir haben quasi gerade erst angefangen. Also...
Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, ich brauche doch bestimmt eine Gasmaske, um da reinzugehen, oder? Scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch nicht gut sein. Oh. Danny, ganz liebe Grüße zurück und hallo an alle Mäuse, die gerade auf TikTok zuschauen. Wir streamen gerade live auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, kommt mit rüber. Da sind wir 5 Tage die Woche live. Da seht ihr mich ganz, 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 ganz oft. Und heute dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit, während wir das neue Poppy Playtime Chapter spielen. Okay. So, lange, lange Korridore, wo nichts augenscheinlich passiert, sind immer ein Anzeichen dafür, dass gleich ein Jumpscare kommt. Und ich wette, ich werde mir in die Hose machen. Was ist mit dem Radio hier? Wer ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das hier ist das Waisenhaus, was die hier bei Playtime Co. gebaut haben. Und ich... This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. How? Die haben ganz, ganz kranke Experimente hier an Kindern durchgeführt und die in grausame Spielzeuge verwandelt. Ach du Scheiße, guck dir die Krallen hier an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, it's sickening. Elliot Ludwig was a great man. And those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clearing his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. Ach du Scheiße. Oi, oi, was steht da? A clap and a half to you, we'll miss you. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sandro, herzlich willkommen bei Twitch. Schön, dass du rüberschaust. Freue mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz oft und regelmäßig auf Twitch, ihr Mäuse. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, hier klingelt irgendwo schon wieder ein Telefon. Hallo. Ich komme. Wo ist denn das scheiß Telefon? Ach da. Mit Wählscheibe. Was? Du musst rennen, du musst laufen. Was? Was? Warum? Despite Playtime's proclamation of Ludwig's innocence, many believe his reclusive and mysterious nature displayed over the previous decades lends suspicion to this claim. When questioned, Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick. Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Elliot's name within its brand regardless. Oh! Sure to be a long legal battle will follow. Despite Playtime's proclamation. Okay, alles klar. Inclusive and mysterious nature displayed over the previous decades. Ach du Heiliger, ey, ich schwöre bei Gott, gleich kommt der schlimmste Jumpscare der Welt und ich werde mir so in die Hose stuhlen.
Gott, oh Gott, oh Gott, diese ganzen Kratzer an den Wänden, ne? Das wird ja immer. Was? Da war ein Fuß. Also so. Ah! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, da hinten war dieses Vieh. Oh mein Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guilt haunts you. Die Schuld verfolgt dich. Die Schuld sucht dich heim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der Spannungsbogen wird ganz krass aufgebaut. Und das ist, also ich meine, es ist sehr gut gemacht. Ich scheiß mir richtig in die Hose. Hilfe. Kann ich hier durch? Ist das eine Tür oder was ist das? Das ist nur ein Fenster. Okay, hier bin ich scheinbar falsch. Okay, 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 okay. Da vorne konnte ich noch rechts abbiegen. Oh Gott, ist das alles ganz schrecklich. Also wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. Get up. Oh Gott, da hinten ist das Vieh schon wieder. Steh auf. Get up. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Get up. Puh. Hilfe. Bisschen dunkel. Soll ich hier langlaufen? Langsam ein bisschen düster, ne? Ich meine ja nur. Wie lange sind denn auch die Gänge hier? Da ist eine Tür am Ende des Tunnels. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mir gleich richtig in die Hose scheiße. Juhu! Nichts passiert. Alles klar, mir geht's gut. Kühlschrank? Kühlschrank? Ist da irgendwie was drin? Brauche ich da irgendwas? Nee. Aber hier, wir müssen uns noch ein neues Tape angucken. Okay. Gib her. Und rein da. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done. Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Oh! Was? Was?
Willst du mich rollen? Waha! Oh! Also, okay, also das... Oh Gott. Okay, aber das war so geplant. Ich bin jetzt in einem anderen Bereich. Also das, man sollte tatsächlich von dem Vieh gefangen werden. Ach du Heiliger. Guck mal, männlicher Mami Longlegs. Ja, Daddy Longlegs, offensichtlich. Ich raste aus. Ich raste aus. Oh Gott, ist das creepy, ich kann nicht mehr. Ist das creepy? Ist das creepy, ich kann nicht mehr. Ich muss einmal ganz kurz wem Hallo sagen, denn da kam gerade ein Raid vom wahnsinnig attraktiven, gut aussehenden Tobi Two-Turned rein. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz bezaubernden Stream. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen gerade Poppy Playtime, das neue Chapter 3. Und wir machen das als kleine Aufnahme für YouTube, deswegen werde ich jetzt nicht zu lange um den heißen Brei reden. Und nebenbei sind wir noch live auf TikTok. Schön, dass ihr da seid, Tobi, mein Schatz. Freue mich, dich zu sehen. Hoffe, euch geht's gut. Freue mich sehr, dass ihr reinschaut. Wie war's bei euch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ich krieg schon wieder richtig Stress hier, ne? Ich krieg schon wieder richtig Stress. Okay, kurzer Lagebericht. Hier haben wir zwei Türen, da führen Kabel raus. Eieieiei, das spielen wir am Donnerstag. Sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Hier kommen Kabel raus, das heißt, wir wollen durch diese Türen, kommen da aber noch nicht rein. Guck mal, so ein kleiner Hagi-Wagi-Würfel, das ist doch süß. Okay, und hier kommen wir natürlich auch nicht durch. Okay, dann werde ich bestimmt irgendwie da hoch müssen erstmal, oder? Oder auch nicht. Ist es irgendein Rätsel, was ich erstmal lösen muss? Fragezeichen. Bin noch nicht so ganz sicher. Heute habt ihr Hoa gespielt. Sagt mir tatsächlich gar nichts, Tobi. Was ist das für ein Spiel? Ach, guck mal, hier geht's rund. Oh. Drücke F, um die Gasmaske auszurüsten. Was macht die Gasmaske? Sie schützt wahrscheinlich vor Gas. Ist jedenfalls zu vermuten. Okay, runter hier. Oh, Spannungsbogen in dem Spiel wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend gemacht, ne? Eieieiei. Okay, Gasmaske aufsetzen. Soll ich hier... Ah, hier soll ich hier noch weiter runter? Nee. Oh! Moment. Nicht dein Ernst. Und jetzt. Ah, wie geil. Okay, das war ziemlich funny. Das war ziemlich lustig. Das gefällt mir gut. Wir sind ja auch schließlich in der Spielzeugfabrik. Da muss man auch mit Spielzeugen interagieren. Das ist nun mal so. Okay, wo geht's hier jetzt weiter? Ist hier oben irgendwas? Bestimmt kann ich da irgendwie mich hochziehen, oder? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ich? Nee, Moment. Maske wieder auf! Stopp, 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 stopp. Okay, hier ist ein offensichtliches Loch in der Decke. Bei welchem ich mich aber... Ach, nee, Moment, warte mal. Hier ist ja, ich hab's jetzt erst wieder gerafft, hier ist ja diese lila Hand. Neue Spielmechanik und so. Ja, und hüpf. Ich bin anscheinend zu dumm. Ah! So, jetzt sind wir oben. Und natürlich direkt im Wäschezimmer gelandet. Geil. Okay, 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 okay. Schauen wir uns ein bisschen um. Kann ich die Maske wieder absetzen? Ja, kann ich, Gott sei Dank. Weil die schränkt das Sichtfeld dann doch so ein kleines bisschen ein.
Okay, jetzt sind wir hier. Moment mal, ist das ein Kinderzimmer? Das ist ein Kinderzimmer und das hier ist so ein Two-Way Mirror. Das ist so ein Spiegel, durch den man nur durch eine Richtung gucken kann. Die haben die Kinder in ihren Zimmern beobachtet. Was für kranke Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Boah. Hier ist zu. Da können wir nicht durch. Tibor, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Moment, jetzt sind wir wieder hier oben. Haben wir unten irgendwas übersehen? Haben wir unten was übersehen? Oder bin ich Jack? Weil hier können wir nicht durchgrapschen. Kuckuck und Nalani, einen wunderschönen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass so viele von euch zu Twitch rüberkommen. Hör mal. Muss ich da jetzt nochmal runter? Habe ich was übersehen? War ich zu blöde? Mit Sicherheit habe ich irgendwas übersehen. Auch diese Kinderfotos, die überall so spooky rumhängen, ne? Das ist ganz wild. Ganz, ganz, ganz wild. Da kann ich auch nicht durch. Hier kann ich aber auch nicht durch. Aber liegt hier irgendwas, was ich übersehen habe? Sicher, dass ich hier nicht durch kann? Nee? Oh, wow. Alles klar. Ich konnte diesen Schrank einfach umschubsen. Jetzt bin ich drüber. Ja, nu. Okay. Ist genauestens um. Hier vorne ist noch eins von den Kinderzimmern. Eieieiei. Bright Pixel, vielen lieben Dank für 3 Monate im Voraus. Schön, dass du bei uns bist und Dankeschön für deinen Support. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Katze ist aber auch einfach so cursed. Oh Gott, oh, da läuft die da einfach lang. Eieiei. Ich kann nicht mehr. Und Lisa, Dankeschön für das Gifted Sub. Ihr kleinen Mäuse, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Das ist ganz, 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 ganz lieb von euch. Dankeschön. Aha, eine Batterie. Hier ist gerade noch diese Katze langgelaufen. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Wir brauchen noch eine zweite Batterie. Boah, okay, hier geht's nicht lang. Nina, danke schön. Ich freue mich, dass du mich sympathisch findest. Hör mal, vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier noch irgendwas versteckt? Oh mein Gott! Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe F gedrückt, weil ich testen wollte, ob ich eine Taschenlampe an- und ausschalten kann. Und habe einfach nur diese scheiß Maske wieder aufgesetzt und habe mich erschrocken wie Arsch. Wie blöd muss man denn sein? Ich kann nicht mehr. Ah... Oh! Sie! Oh mein Gott! Ich war Kissy Missy heißt sie, glaube ich. Huggy Wuggy und Kissy Missy oder so waren das doch, oder? Die weibliche Version von Huggy Wuggy. Die war freundlich. Die war freundlich, ich erinnere mich. Und die vermisst scheinbar eins der Kinder, das hier getötet wurde. Oh, das ist voll sad. Das ist richtig traurig. Aber das ist auch so eine Stelle, die hätte man leicht übersehen können, wenn man sich nicht genug umguckt. Das ist Seth auch passiert, ey. Fühle ich total. Ich habe mir gerade so eingeschissen. Eieiei, okay. Aber wir haben eine Batterie. Da ist ein Knopf. Das hat scheinbar noch nicht gereicht. 0% Power. Ja, danke für gar nichts. Uns fehlt noch eine Batterie. Ja, irgendwo muss ja hier noch was sein. Hör mal. Irgendwo muss noch. Kann ich hier hoch? Nee. Aha.
Hallo. Wow. Ist klar, nochmal hoch. Jetzt aber. Hallo. Hui. Einmal Maske weg. Also tut mir leid, ich glaube, ich habe noch kein Spiel gespielt, welches in einem verlassenen Waisenhaus stattfindet. Und das ist echt hoppala, scheißen creepy. Vor dieser Maske werde ich mich safe nochmal erschrecken, bin ich mir sicher. Okay, da ist die nächste Batterie. Hallo? Ich, alles gut, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, bye. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist wieder Kissimissi. Und hier vorne war der Raum mit der Batterie, ne? Ja, okay. Jetzt haben wir 50% Power. Das heißt, wir können jetzt auf den Dachboden nach oben scheinbar. Oder zumindest weiter nach oben gehen. Das hier kann man nicht aufmachen, ne? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Outlast Trials oder nicht, das stimmt. Aber das hat nicht den gleichen Flair, weil das ist ein Fake-Waisenhaus. Das ist nicht echt. Okay, hier ist eine Tür, da geht's aber nicht durch. Das ist alles gruselig. Hier ist nochmal so ein Auto zum Aufziehen. In your faith. Alles bisschen creepy. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich gucke mich noch ein bisschen um, weil ich möchte nichts übersehen. Fliegen. Lecker. Kann man hier noch runter? Will ich hier noch runter? Ich sag jetzt einfach mal nein. Ich gehe jetzt aber mal hier weiter. So, direkt wieder was in Brand gesch... Hallo? Wer ist da? Ey, Kinder lachen, ne? Auch einfach. Boah. Schön gruselig. Ja, komm, der hier spricht nochmal mit mir. Sag uns was. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Let's eat, okay. Roast beef? Delicious. Moment, du bist ein Schwein und möchtest Roast Beef essen? Okay, ja, ey, klar, hier, gehäutetes Einhorn, super, super lecker, ey. Gottes Willen. Okay, wir suchen noch eine Kassette, hier muss noch eine Kassette rumliegen. Denn da vorne ist ein Fernseher. Das heißt, wir können wieder irgendwas abspielen. Irgendwo muss hier... Gott, diese ganzen Spielzeuge, denen auch allen die Gliedmaßen abgerissen wurden und so weiter. Das ist einfach maximal belastend. Okay, wo ist die Kassette? Liegt die wieder genau vor meinen Augen und ich sehe sie wieder nicht? Oder bin ich diesmal nicht so doof? Da oben drin, alles klar. Mann, lass das doch auf! Feind! Und Abfahrt. Here they all are. Well, of course. They'd never miss this. Who's that little girl? Who's going away? Tell us. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Yay, now, before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. One, two, three. Ja, ey, Sam, du bist tot. Sorry. Sorry to say. Also, ich möchte stark behaupten, dass an Sam dann experimentiert wurde und der liebe Sam wurde wahrscheinlich in ein grausames Spielzeug verwandelt. Aber hey, mein Gott, gibt Schlimmeres. Stell mal vor, er hätte eine Doppelstunde Mathe oder so. Lol. Okay, wir haben Energie hier abgezapft, aber wo sollen wir damit hin?
Ich vermute fast, dass wir hier wieder zurücklaufen müssen dann. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Irgendwo muss was sein, wo wir Strom einführen. Einführen. Ach, da oben. Ja, alles klar. Ich bin aber auch manchmal echt ein bisschen betriebsblind, ne? Also sorry. Hier gut umgucken. Man möchte keine Geheimnisse übersehen oder so. Was? Hallo? Ja, und schon habe ich mich verlaufen. Moment, ich kam von hier. Von hier kam ich. Da oben ist wieder so ein Stromding, aber das ist kaputt. Da komme ich nicht durch. So ein Kabel, aber diese Tür ist auch zu. Okay, jetzt bin ich kurzzeitig ein bisschen lost. Also hier oben ist so ein Ding in der Decke, das ist halt aber aus. Ist hier irgendwo so ein lila Ding auf dem Boden, wo man... Nee, okay. I am a little bit lost. I have probably not genug aufgepasst. Da kann ich nicht drüber weg hier. Das geht nicht. Durchkrabbeln geht auch nicht. Also der da hat eine Batterie, aber bin ich Jack? Wo soll man denn lang? Kann ich irgendwie die Kabel miteinander verbinden oder so? Nee. Komme ich wieder zurück? Auch nicht. Bin ich zu blöd? Also, die Antwort ist grundsätzlich auf diese Frage immer ja. Aber... Da hinten flackert irgendwas. Sollte mir das irgendwas signalisieren so? Da oben ist noch... Aber nee, komme ich von da? Nee, von da komme ich nicht. Aber wie komme ich denn da raus? Wir suchen noch einen kleinen Moment. Hier irgendwas? Da kann ich auf jeden Fall durchgraben. Aha! Man sollte halt auch treffen, ne? So, sehr gut. Jetzt sind wir hier durch. Okay, es geht auch jedes Mal direkt hinter uns wieder zu. Einmal Strom jetzt ab. Da mal aufgemacht. So, dann komme ich hier raus. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, der dreht sich zu uns um. Hilfe. Ja, du, ich gehe dann einfach, ne? Oh Gott, ist das creepy. Um Gottes Willen, ey, ist das creepy? Ist das creepy? Creepity-creppity. Creepity-crappity-boobity-babity. Eieiei. Gib das her! Meins. Ich hab dem einfach seine Batterie geklaut. Einmal öffnen, gib das her. Dann gehen wir einmal hier durch. Klonk. Ach du Scheiße. Der Katze, da geht's auch nicht gut. Aber einmal nochmal streicheln hier. Pet, 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 pet. Boah. Boah. Oh, voll in die Biotonne. Ich brauche auch einen kleinen Snack für die Nerven jetzt hier. Mm. Okay. Wir haben
Eine weitere Batterie. Mm. JD, danke für 4 Monate. Und hallo Blondie, einen wunderschönen, schön, dass ihr da seid. Da gibt es Strom. Aber wo soll denn die Batterie rein? Irgendwo hier? Ah, da. Ding dong. Okay. Moment, wo gab es jetzt den Strom? Ich bin auch eben dran vorbeigelaufen, oder? Warte. Also ich glaube, dass das hier des Rätsels Lösung ist, aber ich frage mich gerade, wie es zu lösen ist. Brauche ich andere Hände dafür? Übersehe ich irgendwas, was man nur mit einer Gasmaske sieht oder so? Das sind 2 Sensoren, die beide aktiviert werden müssen durch Strom. Der nächstgelegene Strompunkt quasi ist nicht hier, sondern hier. Da kann ich Strom zapfen. Wenn ich das tue, lädt sich meine grüne Hand auf, dann kann ich bis hier hinten hinrennen und kann eins davon anknipsen. Und das hält dann nur so kurz und dann ist das weg. Problem ist, ich schaff's in der Zeit nicht hin und her zu rennen, um das rechtzeitig auf beiden Seiten zu tun. Kannst du den Strom zwischenspeichern bei dem Punkt an der Tür? Das glaube ich nicht. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ach, mach doch nicht die Tür zu. Was ist denn mit dir? Um Gottes Willen. Ja, okay, da haben wir jetzt gerade richtig hart reingeschissen. Ah, warum muss er denn jedes... Hallo? Warum musst du denn einfach die Tür zumachen? Was ist denn das? Moment. Das ist ein Punkt, an dem kann ich Strom holen. Aber nicht schnell genug. Ey, honestly. Nee, das funktioniert nicht. Oh, ich war, glaube ich, jetzt eine Sekunde zu langsam. Muss ich es doch von hier aus versuchen? Ha! Moment, die Tür ist offen! Oh! Die Tür ist offen! Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist, aber die Tür ist offen. Was? Das hat jetzt aber auch ewig uns den Tage gedauert, ne? Hilfe, da muss ich doch erstmal hier, einen kleinen Salami-Stick mehr reinschieben. Also. Also, das war jetzt aber auch hier. Boah. Mein Gott. Hallo. Hug a day keeps the monsters away. Weiß ich nicht. 2 hugs a day is better in every way. Hugging forever. Hugs are non-stop. I'm gonna hug you until you pop. A hug a day keeps the monsters away.
Alles klar. Der süße Huggy Wuggy möchte uns umarmen, bis wir platzen. Und ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das aufs Wort. So. Hier einmal durch. Hier hängen nur erhängte Spielzeuge von der Decke. Ist mittlerweile nichts Beunruhigendes mehr, to be honest. Wer soll das darstellen? Hier. Das ist dieser Hase. Hier liegt, glaube ich, so ein bisschen rotes Gas in der... Ein bisschen. Kleines bisschen. Rein da. Okay, kein Grund zur Panik. Wir haben eine Batterie gefunden. Hier schon wieder so ein Spionenspiegel hier. Gehen wir jetzt einfach denselben Weg wieder zurück? Ich vermute schon. Okay, dann haben wir die zweite Batterie, dann geht die Tür auf und dann können wir Progress machen. Uiuiuiui. So, hier zurück, da vorne links rein, Batterie rein da und piu! Abfahrt, Progress! Ich lieb's, dass das brennende Kart, welches wir da reingezimmert haben, immer noch da hängt. So, hier sind beide Türen offen, hervorragend. Das war aber auch jetzt hier ein intensives Rätselraten gerade. Und es geht weiter mit mehr Rätseln. Alles klar. Was habe ich hier? Drücke E, um den Revolver zu benutzen. Ich stehe den Revolver auf den Mast und ziehe den Hebel. Okay. Neue Mechanik habe ich, denke ich, verstanden. Gut. Wohin sollst du zielen? Das werden wir doch mal rausfinden. Darüber, oder? Dafür muss aber dieses Ding hier wieder runter, vermuten wir mal. Sonst geht das wohl nicht. So. Das richten wir darüber aus. Achso, wir müssen den Revolver auch noch ausrichten. Dann, warte mal, hier ist nur eine Tür. Da geht's nicht rein, alles klar. Dann ziehen wir wieder den Hebel. Piu! Der wird darüber geleitet. Oh, das funktioniert aber nicht. Okay. Warum funktioniert es nicht? Ist das zu kurz? Oh, also offensichtlich ist das zu kurz, aber warum ist das zu kurz? Das war doch sonst nicht der Fall. Bin ein bisschen irritiert, bin ich ehrlich. Aha, 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 aha. Das würde... Ja gut, Poppy Playtime hat aber auch einfach gute Rätsel mit dazu. Das muss man ehrlich sagen. Also es müssen beide an sein, oder was?
okay, ich bin jetzt hier drüben. Aber warum bin ich jetzt hier drüben? Ist mein Arm länger? Nö. Der ist nicht länger. Also, was passiert, wenn ich jetzt von hier aus hier drüben nochmal... Dann passiert einfach das, dann geht das hier rüber und wenn ich dann den hier drüben aktiviere, dann passiert nämlich das, dann blockt das das ab. Ich brauche aber beide Stromkabel, um diesen Generator zu betätigen. Warum bin ich dann jetzt auf dieser Seite hier oben? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Schwierig. Hallo Sabine, grüß dich. Bin ein bisschen konfus, warum der nicht bis da drüben hinreicht. Soll das so sein? Fragezeichen. Weil ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass der da so rankommt. Nee, der macht das doch. Muss ich das aber nur in einer anderen Reihenfolge machen, oder was? Er hat jetzt gerade von beiden Seiten Strom bekommen, aber dann ist es natürlich abgebrochen. Irgendwas fehlt. Oh, warte. Aha. Das hat das Ding unten gehalten. I see. I see. Oh, das ist doch nicht gut. Also hier passiert doch irgendwas. Komm, hier kommt ein Jumpscare. Da passiert irgendwas. Ah, okay, kommt ein kleiner Fahrstuhl hier zu mir. Komme ich hier durch? Nee, da komme ich nicht durch. Hallo! Fahr mich nach oben! Servus! Okay, wir können nach oben. Kurzer Ladebildschirm. Tine, vielen, vielen, vielen lieben Dank für 16 Monate. Hallöchen. Und geklautes Spielzeug, Dankeschön für 100 Bits. Ihr kleinen Mäuse, schön, dass ihr alle da seid. Oh! Ich muss mal ganz kurze Fressintervention hier eben machen für eine Sekunde. Mein Gott, ey, mein Gott. Ah, einmal so ein kleines Stück Schokolade muss ich mir mal eben reinzimmern hier. Für die Nerven, weil das ist ein sehr aufreibendes Spiel, liebe Kinder. Das ist intensiv, aber es macht auch so viel Spaß. Ich habe mich so lange auf den nächsten Teil von Poppy Playtime gefreut, ne? Ah. Also. Ist auch einfach gut. Glaswurst. Ja, das ist Glaswurst, lieber Florian. Ach so. Das war der Generator ganz unten im Keller. Das heißt... No, no! Let go! They didn't do anything wrong. We're actually here to help. Oh mein Gott. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Oh. Es ist sie. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Ich trau ihr noch nicht, ne? You deserve an explanation. Come on. Oh, jetzt kommt's. Wir kriegen eine Erklärung. Oh, es gibt Story. Das finde ich gut. Hey, you'll be okay. We'll be okay.
Sicherungskasten und sie macht wieder Licht. Oh, nee, sie macht einfach nur eine Klappe auf. Ja, ich komme da mal mit rein, ne? Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Do the honors? Do the honors of what? Soll ich den Knopf drücken oder was? The prototype knows we're coming by now. Ach so, wir haben hier wieder Strom angemacht. Try to escape? He'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Oh, ich trau ihr nicht. Snape is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Was? Und wohin? Wohin soll ich? Wie? Und ihr haut jetzt alleine nach da oben ab in Sicherheit und ich was? Ja, toll. Oh, ich komme gleich auf den Raid zu sprechen, ihr Mäuse. Hi. Hey, hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned on the dome's backup power. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Okay. Hier müsste ein großes Powerkabel sein, hat er gesagt. Suchen wir mal. Also ihr Mäuse, erstmal herzlich willkommen. Danke für den Raid. Ihr habt es gerade schon gelesen, wir machen nebenbei eine YouTube-Aufnahme. Deswegen halte ich mich etwas wortkarger, was das angeht, aber vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da seid und Dankeschön nochmal, dass ihr alle reinschaut, Mensch, ist genau. Freue mich sehr, euch zu sehen. Puh, okay, wo ist das besagte Stromkabel? Hier auf der Terrasse einfach, oder was? Ja, nehmen wir doch das hier. Ich soll das hier einstecken, hat er gesagt, irgendwo. Hier unten, oder was? Hier rein? Nope. Und weg ist es. Aha, alles klar. Moment, müssen wir noch mal eine Sekunde laufen eben. Moment, wo ist jetzt das? Wo ist es? Wo ist es? Da oben. Eieieiei. Komm. Gib das noch mal her hier. Komm. Aber ich habe es noch nicht so ganz gefunden, wo ich das hätte einpluggen sollen. Hinten irgendwie oder hier vorne? Irgendwo piept doch hier die ganze Zeit irgendwas so laut. Muss ich doch bestimmt da irgendwo reinstecken, oder? Ich hab das Kabel auch hier erstmal schon verheddert. Nee, schon da unten irgendwie im Keller drin, oder? Das ist aber auch ein langes Kabel, du.
Okay, das hier piept die ganze Zeit. Aber bin jetzt noch nicht schlüssig, wo ich das hier... Also das sieht so aus, als würde man das hier anschließen sollen, aber... Doch. Awesome! Okay. Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Oh Gott. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. But where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse especially. Yuck! So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone. Sending you the key now. Okay, wir müssen jetzt in jedes dieser Gebäude und da den Strom anschalten und dann den Strom hierher legen, damit die Gasanlage wieder richtig Power kriegt. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Darauf erstmal ein Würstchen. Also, weißt du, das ist jetzt quasi ein improvisiertes kleines, nehmen wir es mal Abendbrot. Einfach mal so ein kleines Abendbrot hier, hören Sie mal. Einfach mal so ein kleines, Schmackhaft. Boy Dinner. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Gerät sein soll, ne? Okay, aber Abfahrt rein in die Schule und ich vermute mal, dass das hier die Schule sein könnte. Uiuiui. Mhm. Jop. Das ist die Schule. Okay, make this quick. Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord into the center. Be careful in there. I don't think I can connect to you on that side of the dome. Oh God. Hier ist noch jemand drin, ja? Okay, alles klar. Geil, ich freue mich. Oh, ein Klavier. Von meiner Tante aus Mechelchuchitsch. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Okay. No me gusta. Dann wollen wir doch mal. Sieht doch alles gar nicht so schlimm hier aus. Hey. Na. Doch voll nett hier alles. Hier, doch, hier geht's rein, alles klar. Zwei Batterien, alles klar. Wiederkehrendes Schema, kriegen wir hin. Und ist das der Generator da drüben? Nee, das ist nur eine Batterie da drin. Da ist ein Lüftungsschacht, das heißt, ich muss mich von oben da rein droppen lassen. Okay, alles klar. Ja, an der Stelle gibt's jetzt einen ganz kleinen Cut, weil wir da dann von Hand of Blood geradet wurden. Und da waren dann mal eben so ein paar tausend Leute im Stream. Den musste ich ganz kurz Hallo sagen. Weiter geht's. Jetzt haben wir ganz viel geschnackt und weiter geht's. Wir sind gerade in eine verlassene Schule eingedrungen. Und wir haben jetzt die Mission, wir müssen hier einen Generator wieder anschalten. Dafür müssen wir jetzt gerade Batterien suchen und werden höchstwahrscheinlich recht zeitnah von irgendwelchen fiesen Monstern. Oh. Digga, nee, es muss doch nicht sein.
nee. Okay, ja, das nenne ich Timing. Das ist natürlich genau in dem Moment irgendwas hier durchs Bild stackst. Okay, wir brauchen einmal Strom, um hier die Tür aufzumachen. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. Oh. For your own safety. Ja, geil. Lieben wir, wenn uns gedroht wird. Das ist immer maximal beruhigend. Ja, finde ich richtig gut. Okay. Wir machen natürlich trotzdem weiter. Aber hey. Ich glaube wirklich, dass diese Person im Gang mal dein bester Freund wird, ja. Das wird eine richtige Liebesgeschichte zwischen uns für das. Hallo, kannst du bitte einfach hier runterfallen? Dankeschön. So, wir haben eine der Batterien. Die würde ich eben einmal ganz schnell in die, hier, Dingens, in die Futterluke, einmal einwerfen, damit wir wieder beide Hände frei haben. Ey, ich schwöre bei Gott, dieses Spiel ist, maximal anspannungsfördernd. Also, es gibt gefühlt keine Minute, in der du hier entspannt rumläufst, weil wirklich immer irgendwas passiert und du ein einziger Stressball bist, weil du Angst hast, es könnte hinter jeder Ecke irgendwas lauern. Vergiss nicht, die Bonfire zu benutzen. Ich merke schon, ich krieg sämtliche Insider von Max jetzt hier mitgescheppert. Finde ich vollkommen okay. Vollkommen in Ordnung. So, hier hüpfen wir rüber und dann geht's weiter. Die erste Batterie haben wir brauchen noch die zweite. Ich bin gespannt. So, hallo. Hallo? Willst du mich rollen? Ich komme einfach da wieder. Nicht aufregen, Milo. Das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Nicht aufregen. Nee. Ich bin einfach mal wieder zu dumm gewesen. Okay, Moment. Aber hier müssen wir Strom. Da müssen wir Strom. Wo kriege ich Strom? Wo schimmern wir, wo zimmern wir jetzt hier Strom rein? Shortcut, ja, es wäre halt wirklich einfach ein Shortcut gewesen und ich habe es einfach gekonnt ignoriert. Schon Five Nights at Freddy's 4 gespielt. Warte mal, kriege ich da Strom? Nee, da kriege ich keinen Strom, dafür fehlt mir noch eine Batterie. Ich meine nein. Sag mir nochmal, welcher Teil das war, wo der spielt. Dann sage ich dir, ob ich den gespielt habe. Warte mal. Das kann es ja. Nee, Moment, das kann es nicht sein. Von hier kam ich. Das heißt. Safe muss ich noch irgendwo eine Batterie finden. Ah, wie wär's denn mit dieser hier? Sieht doch schmackhaft aus. Alles klar, wir haben die Batterie gefunden. Okay, weiter im Text. Das ist doch. Sieht doch gut aus hier, würde ich sagen. Das sieht doch gut aus. Rein in die Rucka. So, hier einmal Strom zapfen. Einmal schnell hier rüber rennen. Und Saft! Hey! Na, hier muss irgendwo eine Videokassette rumliegen. Weil hier vorne ist ein Videorekorder. Und das heißt, wir können hier irgendwo so eine richtig alte. Das ist wieder die komische Frau gerade lange laufen. Können da irgendwo eine wunderschöne Kassette reinzimmern. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Kassette ist. Hinter der Tür hier irgendwo? Hallo! Ich will jetzt nicht dran vorbeilaufen, weil dann verpasse ich es halt safe. Die wird doch nicht irgendwo hier hinten liegen. Nee. Ja. Versuch Finger, aber Loch.
Finger Butthole. Den kenn sogar ich. Ich, der absolut kläglich an allen möglichen Souls-like-Titeln scheitert. Sogar ich kenne diesen Witz. Ich hab den mal irgendwo in irgendeinem Let's Play aufgeschnappt. Ich bin anscheinend wieder geistig zu dumm, um diese Scheiß-Kassette zu finden. Gibt's bei dir wohl auch bald Dark Souls? Wie sage ich das jetzt höflich? Ums Verrecken nicht. Ich schwöre bei Gott. Ich habe Lies of P, Lies of Pi, Lies of fucking Pinocchio jedenfalls, habe ich zuletzt gespielt. Und ich habe, glaube ich, nach irgendwie einem Viertel oder so, habe ich das Spiel dann sein gelassen, weil meine Geduld für Souls-like-Titel, glaube ich, ein bisschen zu begrenzt ist. Aber wenn mir jetzt nochmal jemand sagen würde, wo ich diese scheiß Kassette finde, liegt die hier drüben? Da, tatsächlich. Ich bin ein verdammtes Genie. So, Achtung, Kinder, Storytime. Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh, can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Okay. Alles klar. Das ist eskaliert. Geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich geh mal vor der Glotze hängen, dann bewegst du dich später wie die alte Frau. Ja, ich humpel dann auch hier durch eine verlassene Schule. Aber honestly, da sehe ich mich, du. Mit Buckel. Ey, dass auch überall geköpfte fucking Spielzeuge rumfliegen müssen. Da, das ist nix gut, diese. Okay, wir ziehen uns hier nach oben. Es gab noch keinen richtig krassen Jumpscare-Moment. Also es gab, glaube ich, schon ein, zwei Momente, wo ich mich erschrocken habe, aber es gab jetzt noch keine so richtige, oh mein Gott, ich scheiß mir ein Sequenz. Oh Gott, da war ich schon wieder. Was in diesem Spiel aber lediglich bedeutet, dass das auf jeden Fall noch kommt und man sich früher oder später auf jeden Fall richtig einstuhlen wird, weil das Spiel ist... Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Alles klar, neue beste Freunde. Auf jeden Fall confirmed. Kann ich das wegschieben? Ja, tatsächlich. So, hallo. Einmal Strom, zweimal Strom. Hier müsste dann wahrscheinlich eine Batterie liegen. Oh Gott, das ist okay, das ist diese komische Frau, die uns jetzt töten will. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Oh geil, Anatomiefakten von einer psychopathischen Lehrerin, die uns umbringen möchte. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. Genau wie deine Mutter. Ah! The smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Ja. Hello, okay. Find my sisters and I to learn facts across a variety. Ich habe jetzt irgendwie habe ich damit gerechnet, dass sie jetzt noch irgendwas richtig verstörendes sagt. Aber das war ein bisschen antiklimaktisch. Okay, was zum... Was ist jetzt schon wieder hier? Ah, okay, I see. Nee, Moment, da war ich schon wieder so dumm zum Kacken, auf gut Deutsch gesagt. Moment! Ich muss mich hier einmal drum wickeln. Was?!
Die kommt! Ah! Oh mein Gott! Nein! Nein, das ist eine von denen, die sich nur bewegt, wenn man nicht hinguckt. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Oh Gott, sie ist durchgekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ah! Oh! Nein, nein, nein! Nee, 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 kann ich hier aufmachen? Kann ich. Okay. Raus. Halt die Fresse! Oh Gott, oh Gott. Bleib stehen! Hä? Ah! Oh. Verpiss dich! Stopp! Wo lang? Was? Nee! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Ah! Digga, warum sieht sie so aus? Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, verpiss dich! Ah! Oh! Too close. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Komm weg von der Tür, ich muss da durch. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab mir ein bisschen eingekackt. Geh weg. Nee. Verpiss dich. Nein. Lass mich bitte einfach raus. Oh Gott, jetzt brauche ich zweimal Strom. Ach du Scheiße. Oh. Oh Gott, ich bin so angespannt. Ah, oh, was? Willst du mich rollen? Du willst mir sagen, dass ich jetzt so viele Batterien brauche? Ist das dein Ernst? Ha! Oh Gott. Digga, wie lange soll denn eine Chase-Sequenz hier gehen? Blöde. Einfach der Oma einen Bussi geben, die freut sich safe. Ach du heilige Scheiße. Rat der Qualen, ich hab keine Rat der Qualen, es tut mir so leid. Was ist das für ein Geräusch? Moment, spawnt die jetzt nicht nochmal? Das Ding hier hat sie jetzt zerfickt, ne? Oder muss ich das jetzt nochmal hier aktivieren?
Nee, tatsächlich, ich muss es nochmal aktivieren. Und dann kommt sie. Alles klar. Moment. Möchtest du mir sagen, dass ich diese ganze Sequenz jetzt nochmal machen muss? Du willst mich doch rollen. Das ist doch nicht dein Ernst. Und warum macht sie jetzt so komische Geräusche? Die hat doch eben nicht so komisch geknuspert. Ich meine, jetzt weiß ich wenigstens auf Anhieb. Ach, scheiße, jetzt habe ich zu lang gebraucht. Alter. Uff. Fuck off! Das klingt ja echt nicht gesund. Nee, die klingt irgendwie gerade ein bisschen, als würde irgendwo Kaffee kochen oder so. Bisschen absurd, das Ganze. Hör mal, so, Moment. Jetzt einmal hier wieder die Tür öffnen. Weiß ich nicht mehr so ganz genau, wo ich hier lang sollte. Ja, Sole mio, Sole mio! Wie wär's denn, wenn du dich einfach verpissen würdest? Das wär doch eigentlich viel angenehmer, oder? Ja! So, ich glaube, das war schon die Stelle, die mit am längsten gebraucht hat. Verpiss dich einfach! Mein Gott, Walter, ey! Gehst mir richtig auf den Zwirn! Oh, ja, help! Frag mich mal! Moment, wo soll ich denn jetzt lang? Digga! Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Von hier. Moment, von hier komme ich gerade. Verpiss dich. Aha, hier. Geh weg. Ah! Oh, das war ein bisschen zu knapp. Aber Moment, warum hat sie jetzt auf einmal so einen komischen Morgenstern in der Hand? Hatte sie nicht eben ein Messer? Das Problem ist ja, dass sie hier trotzdem durchkommt, auch wenn ich sie im Auge behalte. Also auch wenn sie... ihr wisst schon, was ich sagen will. Verpiss dich. Boah, ganz schreckliche Sequenz hier, Alter. Ganz schrecklich. Okay, wir sind wieder an derselben Stelle wie eben. Fuck off, Alter. Oh, hier ist natürlich zu. Okay, jetzt aber Quizfrage. Wo kriege ich denn die nächste Batterie? Weil hier ist ja irgendwie alles zu, ne? Ich frag nur für einen Freund. Ne, im Ernst, wo soll ich denn jetzt hier lang? Kollege. Moment. Da vorne ist noch eine Tür. Du lässt mich jetzt mal in Frieden, hätte ich gesagt. Okay, ey, ja, aber das hat ja jetzt mal gar nichts gebracht. Kann ich diese Batterie da wieder rausnehmen? Nö. Doch, kann ich tatsächlich. Oh, okay. Aber was? Moment, da war schon eine drin.
Ja, und dann? Ach so. Ah, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Oh, ich muss halt auch einfach so schnell sein jetzt hier, ne? Ja, genau deswegen nämlich. Boah, tut mir leid, Chat, ich bin gerade maximal hochkonzentriert, weil ich keinen Bock habe, diese Passage hier gleich nochmal machen zu müssen. Moment mal, hier sind noch zwei Batterien drin. Warum gehst denn du nicht auf? Jetzt, okay, hat aber nur noch einmal ein kleines Nachjustieren gebraucht gerade. Okay, möglichst im Raum umgucken, ohne dass sie mich kriegt. Da hinten ist eine Stromquelle. Da muss ich Strom reinspeisen. Boah, fuck einfach off. Das ist drin, okay. Aber wir haben es gleich. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Okay. Jetzt muss ich sie einmal von der Tür weglocken. Eins, zwei, drei, stopp! Eins, zwei, drei, stopp! Boah. Clap auf Booty. Ja. Those cheeks. Oh. Digga, ey, du bist so räudig. Ganz, 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 ganz schrecklich bist du. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich einfach raus. Lass mich einfach nur raus. Oh, jetzt bleibt sie nicht mehr stehen. Alles klar. Ah! Kann ich endlich von ihr und ihrem komischen Geräusch weg, was sie macht. Jesus! Oh. Alter. Ich kann nicht mehr. Halt die Fresse, Hoppy. Ich bin gerade nicht zum Spaß aufgelegt. Equipment required. Wieso? Was brauche ich? Was für Equipment? Nee, 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 ich will nicht zurück. Bin ich zurückgegangen? Oder bin ich zurückgegangen? Nee, Moment, wo bin ich? Moment, wo bin ich? Was zum Arsch? Was? Ach, das Equipment. Ich hab ne scheiß Knarre! Es ist eine Leuchtfackel. Oh mein Gott, ich hab ne fucking Leuchtfackel. Also, ihr wisst, was ich meine. Was zur Hölle? Ja, hier gibt's nochmal ein kleines Tape zu begutachten, denke ich. Rein da! Yes,
elevator. What was that, Reggie? Nothing, nothing. Let's just get this shipment dropped and go. I take it you're not a fan of this place, are you? Nope. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Ridge I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Ich hab die knackigste Wurst. Die allerknackigste. You know, Richie... Ist ein Deutschländer. With my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. And honest, hardworking man. You proved me right. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Wie viele Seelen durch den Kill der Oma bekommen? Knackig und würzig seit 1993. Na gut, in meinem Fall 1997, aber wer hat schon Zeit für das Kleingedruckte? Ei, ei, ei. Piu! Ja, lol. Leuchtpistole, das war übrigens das Wort, was ich gesucht habe. Danke, Chat. Und yeet! Ich werde einfach fast abgeschmiert. Work Area! Ach, ich und Arbeiten. Kennst mich doch. Hier ist ein bisschen zu dunkel. Ich sehe nicht, wo ich hin soll. Darüber! Lul. Alles klar. Und boing! Ich hab's geschafft. Hab kein 7TV, nix, Pepe. Ich habe leider auch kein 7TV, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ne? Ich weiß, der Chat wird mich jetzt hassen, weil Henno liebt ja 7TV-Kultur. Ich habe es bisher halt aber ehrlich gesagt nicht genutzt, bin ich ehrlich, du. Ich weiß, Asche auf mein Haupt. Aber mich stört es zum Beispiel, dass ich da nicht mehr okay schreiben kann, ohne dass es zu einem Emote wird, weißt du? Scheiße! Bin ich schon ganz oben? Nee. Ja, er war einfach zu langsam. Alles klar. Nochmal runter, danke für gar nichts. Einmal Restart. So, und Countdown läuft. Abfahrt! Scheiße, direkt reingeschissen. Ach, fick doch die Henne! Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich bin sonst gar nicht so. Wo soll ich denn hin? Digga! Easy first try. Skill. Wortwahl, Entschuldigung. Wie soll ich darüber? Oh Gott. Ich soll jetzt aber nicht einfach. Ach du heilige Scheibenkleister. Soll ich einfach runterspringen? Ach du Scheiße.
Das wird intens. Okay, mal sehen. Wohin kannst du überall zeigen? Du könntest da drüben hin zeigen. Alles andere macht wenig Sinn. Du kannst genau darüber zeigen. Okay. Was mit dir da drüben? Macht halt aber null Sinn. War da irgendwas? War da irgendwas? Hat er irgendwas ausgelöst da drüben? Um Gottes Willen. Das ist ja richtig schön beschissen hier. Ich hab ja nichts gegen Rätsel, ne? Ich rätsel ja sehr gerne. Aber das ist schon grenzwertig. Kacke. Boink. Ist aber auch knapp jetzt. Okay, hier wollen wir dann wahrscheinlich darüber. Und da wollen wir wahrscheinlich dahin. Und du? Wollen wir da drüben mit der Dingens jetzt hier rüberballern, oder was? Darüber. So. Achtung! Mit meinem immensen Genie müsste das damit gelöst sein. Und ich präsentiere eine Meisterleistung! Ich bin einfach so gut. Ich bin einfach so gut. Ich bin einfach so gut! Hat einfach instant first try funktioniert. So, jetzt läuft hier Strom. Und nun? Aber Moment, hätte dann nicht eigentlich hier der Fahrstuhl hochkommen sollen? Ich frag für einen Freund. Ach so rum, alles klar, ich verstehe. Moment. Chat, vergesst, was ich gesagt habe. So, jetzt machen wir das nochmal. Achtung! Boink. Und ab nach oben. Es ist blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau. So, wir sind oben. Und nu? Was sollen wir jetzt machen? Digga, warum? Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Digga, was ist das da? Digga, was ist das? Moment, hätte ich hier nicht hingesollt? Doch, 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 doch. Safe. Digga, irgend so ein fucking Vieh aus Spielzeugen und Menschenfleisch und alles, so. Digga. Ja, geil, ich krieg direkt richtig Hunger. Lecker, lecker. Ich kann das alles nicht mehr. Playhouse, ach scheiße. Ich will nicht ins Playhouse. Playhouse wird gefährlich. Playhouse wird, glaube ich, die most intense Passage in diesem Spiel. Der Flask macht zwei Mana weg. Ihr macht mich fertig. Ew! Ew! Fuck off! Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Oh Gott, halt die Fresse. I love you to the moon and back. I'm crazy about you. I'm lost without you.
I've been lost a long time. Okay. Please, take me with you this time. Alles klar, depressiver Teddybär. You won't leave me, will you? Mit Verlustängsten. Hi, I'm Bobby Bearhug. Jesus fucking Christ. Hier Generator anscheinend. Ich glaube, hier muss eine Kassette rein. Aber wo ist die Kassette? In der Spüle? Nö. Hier? Nein. So? Wo ist die scheiß Kassette? Die liegt dann doch safe irgendwo hier am Arsch der... Nee, stopp! Oh, scheiß Ladebildschirm. Pinke Tuna, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Sorry, nochmal nur kurze kleine Ladezeit. Pinke Tuna, wie war der Stream? Hören Sie mal. Wie war der Stream? Okay, ich bin ja ein bisschen neugierig, ne? Ich lasse es mal an mich rankommen. Okay, okay. Alles klar. Das war jetzt mal eine Erfahrung. Curiosity killed the cat. Genau das hatten wir vorhin. Hätte! Oh nein, es hat gefiebt wie so ein Hund. Oh nein. Oh. Ja, ey, sorry. Hier muss irgendwo... Irgendwo muss ja noch ein Tape liegen. Eigentlich möchte ich das nicht übersehen. Ach du Scheiße, ich glaube, jetzt wird's richtig schlimm. Fuck off. Digga, was wollt ihr denn? Warum kommen denn so viele von euch? Okay, scheiß auf das Tape. Mit deinem hässlichen Rüssel kannst du... Ey, sieh mal zu, Kollege! Holy fuck! Ey, macht euch mal lang! Ich hab keine Muni! Ah! Hier geht's nicht raus! Hier geht's nicht raus! Hier geht's nicht raus! Ey, seht mal zu! Nee! Geht's nicht lang. Ihr verpisst euch jetzt mal. Aber... Pronto! Digga, das ist alles nicht gut für meine Psyche. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hallo? Ich sehe nichts. Bin ich hier falsch abgebogen? Scheinbar schon. Fuck off! Digga, wo kommt ihr alle her? Sieh zu. Ich kann es nicht mehr. Ich habe einen Knopf gedrückt. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Aber ihr alle, ne? Ey, sieh zu! Nee! Bin ein bisschen lost noch, ne? Vor allem du hässlicher Ottifant, Alter. Ah, oh, jetzt muss ich mich schon wieder so viel... Was?
wo kamst du denn her? Oh! Ich brauche erstmal ein Stück Schokolade. Digga. Ja, von hinten, denkste, kleiner Hurensohn. Ey, wie viel Muni soll ich denn bei euch verballern? Ach, scheiße. Alles natürlich, ja, habe ich mir gedacht. Ey. Ich kann das nicht mehr. Hässliche Kackelefanten hier. Ja, bitte. Ja. Mach dich bloß ab, du. Okay. Oh mein Gott, warum müsst ihr denn auch von oben auf mich drauf springen? Ich kann nicht mehr. Das ist doch scheiße! Also immerhin weiß ich jetzt schon mal, wie ich zu diesem Knopf hier komme. Das ist ja schon mal viel wert. Verpisst euch einfach. Warte mal, ich versuch mal. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ah! Da ist doch schon wieder eine über mir, die mir safe gleich einfach in die Fresse springt. Wie so ein Vollidiot hier. Verpisst euch. Du bist tot, oder was? Okay, alles klar. Ach, das hat das gespeichert. Ja, das ist aber schön. Komm, zieh. Jetzt muss ich nur noch wieder nach da oben kommen. Gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's, gleich haben wir's. Fuck off! Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Und jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Okay. Okay, 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 okay. Hier vorne draufstellen und dann den Knopf drücken. Dann fährt mich das Ding hier nämlich rum. Oh, dann steigen wir hier einfach aus. Geh raus hier. Okay, hier ist eine Wendeltreppe. Wir gehen natürlich als erste logische Schlussfolgerung direkt nach ganz unten.
Oh Gott. Sieht direkt viel besser aus. Yoshi, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen herzlichen Dank. Mission failed successfully. Successfully failed. Also, ich sag's mal so. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach blöd. Gott, Alter, warum sieht denn das hier so aus? Es sieht ja schrecklich aus hier. Ey, Kollege, geht's denn hier hin? Ich vermute mal, hier schläft das Drecksvieh, diese komische Katze. Uff. Ja, Brunnen. What the fuck? Nothing left to save. Not here. Birdcap absolute angel. There, honey. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Feel what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the spine creatures. Unten reingreifen, Handbuschwaffe! You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Oh God. Please. Just go. Run. Oh God. Oh God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ich war ein bisschen desorientiert gerade. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe meine Taschenlampe noch. Das ist ja ein Traum. Taschenlampe. Ja, meine Taschenlampe. Weil ich gerade F gedrückt habe, habe ich automatisch Taschenlampe gesagt. Ich meinte Maske. Holy shit. Aber ich habe keine Taschenlampe mehr, ne? Also, gibt es irgendwie eine Steuerung, die mir sagt, Flashlight oder so? Na, 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 na. Interagieren, Inventar. Ich hab mein Inventar? Interagieren. Nö, steht nichts, alles klar. Ich hab tatsächlich ein Inventar, okay, alles klar. Gut zu wissen. Okay, wir müssen noch mal ganz kurz durch diese kleine Cutscene durch und danach, No. Okay, alles klar. Es ist aber auch einfach unverschämt gut gemacht, ey. Let's go, let's go, let's go. So, irgendwann kann ich es im Dunkeln mit geschlossenen Augen rückwärts spielen, weil ich es so oft gemacht habe. So, hier, da, hier, hier links, hier, ne, oh, bleib doch nicht einfach da stecken, du Hund! Hier fallen wir runter, so, da rennen wir weiter. Und dann rutschen wir kurz diese Rutsche runter, so. Hier rennen wir jetzt nochmal ganz kurz.
hier renne ich jetzt mal nach hier weiter. Oh Gott, schnell die Hand wechseln. Die Hand wechseln! Honey, I'm home! Dog Day says, fetch! Go, go, as far as you can! Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Alles klar! Ich geh da mal. Easy first try. Ja, aber wo war's von? Hey, are you alright? Na, Kinder, seien Sie nett zueinander hier im Stream. Keine verlorenen Körperteile, alles klar. Ja, es habe ich gesehen. Catnap turned into Catnap. I guess there was some pretty serious accident. Mhm. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him. Us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? Schon ein bisschen. If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Oh Gott. Anyways, we're really close to the end. Geil. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. Keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. God. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Das ist ja richtig aufmunternd, so wie du das formulierst, hör mal. Das klingt ja richtig, richtig gut. Das hier, das Office, wo ich hin soll? Ich glaube schon, oder? Sieht aus wie so ein großes, prunkvolles Rathaus. Alles klar. Puh. Okay, let's fucking go. Let's fucking go, let's fucking go. Natürlich brauche ich direkt wieder eine scheiß Batterie, okay. Beide Türen sind zu, was willst du von mir? Your tools won't protect you. Ja, das ist ja vertrauenerweckend, wenn ihr das so sagt. Okay, habe ich direkt irgendwie das Größte übersehen oder bin ich... Bin ich dumm? Ist da oben was? Ah, da oben ist eine Batterie, alles klar. Digga! Da. Klonk. Hier vorne, Batterie. Hier zu. Und damit habe ich mich selber eingesperrt. Klonk. Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um hier. Es ist ein bisschen dunkel. Ich dachte, ich hätte am Anfang eine Taschenlampe gehabt und die habe ich jetzt anscheinend nicht mehr. Okay, das hat so ein bisschen Backrooms-Vibes, bin ich ehrlich, du. Das hat ein bisschen Backrooms. Warum haben sie sich dazu entschieden? Warum habt ihr euch dazu entschieden, ihr Titten zu geben? Ich frag für einen Freund. Uiuiui. Oh, das kleine Spiel. Okay, die Katze ist hier. Geil. Hm.
Geilomat, Geilomat. Jo, alles klar, alles klar, alles klar. Da ist die Batterie, die wir brauchen. Hallo, kannst du mir die bitte geben? Ich wollte schon sagen, muss ich doch wohl rankommen, oder? Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt bald auf die Katze stoßen. Diese große, monströse, ekelhafte Katze. Da lang oder da lang? Wir sagen einfach mal hier lang. Das war ganz knapp und wäre fast richtig dumm geendet. Bin ich schon wieder hier? Das ist so tief unter der Erde hier. Also mal. Das ist aus hier. Hier fehlt irgendwas. Hier fehlt Strom. Hier fehlt Saft. Soll ich hier runter? Nee, da falle ich doch in den Tod, wenn ich da jetzt runter will, oder? Aha. Erstmal hier runter. Alles klar. Puh. Hallo. Was geht? Was ist hier los? Hallo? Was? Nee, also im Ernst, was ist hier los? Hä? Komm, ich nehme mal hier meine Leuchtknarre. Piu. Piu. Ich meine, man sieht damit jetzt auch nicht so krass viel. Aber es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Warte mal, da oben ist irgendwas. Aber wie... Bin ich hier richtig? Ich meine, ist jetzt nicht so, als ob ich eine Wahl habe, to be honest. Nee, aber irgendwas ist ja... bin ich anscheinend... Irgendwas übersehe ich. Oder ich bin zu dumm. Es könnte auch durchaus beides sein. Oh. Oh. Riopla, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Auf die Leiter wird hingewiesen. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ach da, ich bin halt wirklich dumm wie Scheibenkleister. Ja nu. Moment. Eins. Zwei. Das wird ein bisschen eng, glaube ich. Das wird genau genommen sogar gar nichts. Aber hey. Bin doch einfach ein bisschen zu blöd, ne? Bin ich ehrlich so. Okay. Moment. Wo sind wir gerade? Schwierig zu sagen, du. Ich will jetzt halt auch keine Story spoilern, deswegen will ich dir jetzt nicht sagen, was schon alles passiert ist. Pada, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ähm.
Warte mal, es kann sein, dass ich... Nee. Ich muss schon erst hier rüber. Dann lege ich hier den Strom rum. Das Problem ist, dass ich dann halt wieder zurück muss. Und ums Verrecken schaffe ich es nicht, so hoch zu springen. Da bin ich ein bisschen lost, wo ich damit hinspringen soll. Das macht für mich wenig Sinn. Siehst du, dann flatsche ich hier nämlich einfach nur auf den Boden. Das... Let's find out. Eins. Nee, Moment. Nee, aber dann komme ich sonst komme ich nicht rüber. Das ist ja. Ich muss schon die Hand benutzen. So, dann muss ich rüberhüpfen. Was ist denn, wenn ich den hier mache? Quasi den hier. Dann rüber. Ja. Ich bin einfach ein verdammtes Genie. Und rein da. Jetzt haben wir Saft. Allah. So. So, Inad, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen in der Adams-Family. Und so war. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Danke für den Support. Also, falls noch irgendjemand einen Prime-Sub frei haben sollte, ist das nur so ein kleiner Reminder, ne? Aber das muss ja jetzt nicht, ne? Das muss ja jetzt nicht. Also, es war nur ein Vorschlag. Schreibe ich nicht an. War nur ein Vorschlag. Irgendwo fliegen hier Fliegen. Und wo Fliegen nach. Ben, Fliegen, hinter Fliegen. Fliegen nach. Hier ist kein Kassettenrekorder. Da ist hier, hier wird auch nichts zum Abspielen. Hier ist ein Telefon. Oh, Moment, doch, scheiß drauf. Hier ist ein fucking... Da! Storytime! Come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Sind alle tot? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Okay, das Kind, das sie adoptieren wollten, wurde zu einem Versuchskaninchen gemacht und ist wahrscheinlich elendig gestorben. Und wie Taylor gerade schon sagte, das mit dem Prime Sub, entspannen Sie sich, alles gut.
alles kann, Nussmix. Okay, aber das hier war jetzt offensichtlich nicht der richtige Weg. Und hier komme ich. Ich brauche mal meine Leuchtknarre wieder, ich sehe hier sonst nichts. Erstmal das ganze Büro anzünden, sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist das Scheißhaus. Ich denke, irgendwas werde ich mit Sicherheit übersehen. Das zum Beispiel. Hier? Da kam ein Schlüssel raus, alles klar, alles klar. Ja, hören Sie mal, Lecker XTV, vielen lieben Dank für das Prime-Sub, hören Sie mal. Herzlich willkommen auch dir und schön, dass du da bist. Dankeschön, Dankeschön, Dank. Ein Einhorn. Hi, I'm Crafty Corn. Ach du Scheiße. Ums Verrecken nicht. Halt die Schnauze, ein blaues Auge kannst du haben. Now, can you give me some red? More red, please. Out? But we can't be out. You're hiding more red from me. I know you are. Give it here! Alles klar, war nett. Gerne wieder. 10 von 10. Bye! Da liegt ein Zettel. Kann ich nicht nehmen. Alles klar. War nett. Geht's auch nicht rein. Ich habe absolut fest damit gerechnet, dass da jetzt irgendwas runterdroppt. Und uns in die Fresse springt. Ich wechsle mal vorsichtshalber auf meine Flare Gun. Boah, das sieht doch nicht gut aus hier. Das sieht doch hier nicht gut aus. Endlich den ersten Sub meines Lebens gegeben. Oh, das ist sogar dein allererster Prime Sub. Das gibt's ja gar nicht, Lehrer. Das ist aber süß. Freut mich sehr, dass der an mich geht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb von dir. Und damit genießen Sie diesen Kanal jetzt einen ganzen Monat lang werbefrei. Oh, 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 Maske. Gib mir die scheiß Batterie zurück. Kann ich jetzt durch? Nö. Hier? Ja. Hier? Auch da. Hier ist aber nichts drin. Keep locked. Das Verrecken nicht. Ich mach, was ich will. Okay, hier muss Strom drauf. Hier muss auch Strom drauf. Frage ist, wo kriege ich den Strom her? Ich sehe überhaupt nichts, weil alles extrem düster ist. Hier muss auch Strom drauf. Holy shit. Was macht ihr denn alle mit eurem Strom hier? Warum hat denn niemand hat hier Saft? Frage ist, wo kriege ich den Strom her? Naja, da, aber wie kriege ich die Dreckstür auf? The Hour of Joy. Ja, aber wo ist denn der Schlüssel? Wahrscheinlich irgendwo hier. Head of Gas Production. Head of Playhouse. Head of Home Sweet Home. Hier gibt's Saft, so wie mir scheint. Hör mal. Sesam, Sesam! Okay, Rätsel incoming. Huhu! Und das Atmen ist zu leise.
Was passiert? Okay. Erstmal hier alles ausmachen. So, du guckst nach da hinten. Das ist fein, denke ich. Du guckst nach da. Ich will aber mal, dass du nach da guckst. So. Wir sagen jetzt aber mal, dass das okay ist, wenn du nach da guckst. Okay, hier wird dann was aktiviert. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir den hier machen? Geht nach da oben. Okay. Komm, gib mal hier hin. Zack. Aha, okay. Hier kommt dann Saft drauf. Oh, alles klar. Da muss man anscheinend ein bisschen, anscheinend muss man hier ein bisschen, Geschick beweisen, holy shit! Ich will nicht mehr. Jesus Christus. Ah! Okay, ich bin oben! Do not enter. Ja, einen Scheiß hast du mir zu befehlen. Was piept denn hier? Ist das eine Batterie? Ist das? Muss ich die kaputt machen oder was ist mein Ziel? Komm, zieh die über die Kante, damit sie runterfällt. Natürlich nicht drin. Aber alles machbar, hör mal. Alles machbar. Scheiße. Ich muss nochmal da hoch. Nee, wobei, ich glaube, wir können jetzt einfach von hier aus... Erstmal hier das resetten. Dann da hinziehen. Dann hiermit wieder da drauf zielen. Hier hinten rüberlaufen. Und dann den Hebel ziehen. Hui. Okay. Muss halt schaffen, dieses Scheißding runterzuziehen. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, ich muss es halt so fallen lassen, dass es zerbricht. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber nur eine These. So, ich Oma muss jetzt schlafen. Leo, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlafen Sie gut. Aha. Ja, ist jetzt im Arsch, ne? Hm. So, und hier unten. Einmal. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Rein da. Hier unten ist dann noch eine Batterie, die ich einmal extra hier hochschleifen muss. Die waren auch einmal crashen müssen. Schon runtergefallen? Nee, bist du nicht. Okay. Ziehen sie mal ein Stück weiter nach hier, dann hat sie wahrscheinlich mehr Schmackes, wenn ich sie jetzt hier runterziehen will. Ja. Geilomat. So, und mit ein bisschen Glück.
Ich sagte mit ein bisschen Glück. Ach komm. Ich würde sagen, ich kann die da nicht mehr so rausnehmen. Ach komm schon. Eine Batterie. Na los. Give me the battery. Na, bitte. So. Lebt die Frau mit den langen Armen noch? Nee, die war im letzten Teil, die hatten wir da getötet. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir alle, die wir getötet haben, nochmal wiedersehen. Ich glaube, die haben sie nochmal irgendwie recycelt, bin ich mir sicher. Die haben sie bestimmt nochmal zu irgendeinem anderen Monster. Umgeformt. Irgendwas fehlt noch. Achso, jetzt muss ich hier unten wieder Saft geben, oder was? So, jetzt? Nee. Bin ich dumm? Bin ich dämlich? Hä? Warum gibst du keinen Strom? Fehlt irgendwas? Ah. I believe I got it. Machen wir doch das. So, schwupp, 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 schwupp. Boom, Junge. Generator läuft. Hier, kleine Treppe. Hier hoch, ja. Man sieht einfach nichts. Anja, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Lass mich raus. Okay, hier brauchen wir eine Batterie. Run. Ich lieb's, dass das überall an den Wänden steht. Komm, gib doch einfach her. Oh mein Gott. Holy shit. Erstmal ein Stück Wurst. Do you know who we once were?
shit. Do you see why we have to end this? Was? Der Telefonmann. Also, mir musst du das nicht zweimal sagen. Ich gehe. Goodbye, 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 goodbye. Maus, du wirst gestresst. Ich spiele seit über 3 Stunden dieses extrem stressige Horrorspiel. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Aber ich sehe doch nichts. Wo ist denn das Kabel? Da. Ach ja. Alles ein bisschen düster. Und jetzt muss ich noch ins Playhouse oder was? Oder, nee, da war ich doch schon. Was ist jetzt mein Job? Wo muss ich jetzt noch? Wahrscheinlich irgendwie da hinten, nicht über den Toys. Da war ich noch nicht, glaube ich, ne? Komme ich da überhaupt rein? Nee, die Tür hier ist... Die ist zu. Oder muss ich jetzt nur noch irgendeinen Knopf drücken? Mario Meier, hören Sie mal! Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Was ist denn los hier? Es tut mir leid, ich bin so... Die Alerts sind aus, weil wir eigentlich eine YouTube-Aufnahme machen, aber es war genau der falsche Stream für eine YouTube-Aufnahme eigentlich, weil so viele Dinge passiert sind.
Deswegen kriege ich das so wenig mit, wenn dir Dinge passieren. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für 500 Bits. Und dann nochmal für deinen Sub. Und herzlich willkommen in der Adams Family. Und zwar vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Ne, Moment. Ich habe vorhin beim Playhouse habe ich kein Kabel gelegt, meine ich, ne? War hier auch ein Kabel? Ich habe vorhin zwischendurch einmal habe ich kein Kabel verlegt. Weil, stimmt, nee, warte mal. Bei der Schule hat sie den Generator kaputt gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, was ich jetzt gerade tun soll. Hier habe ich Strom verlegt. Habe ich was übersehen, was ich jetzt tun soll? Das Stromkabel hier ist um. Ach so, ja klar, er hat den Strom hier ausgemacht. Deswegen muss ich hier nochmal... Wir haben ja hier Stromausfall, deswegen muss ich nochmal rüberlaufen. Verstehe, verstehe, verstehe. Kannst du im Inventar gucken, wofür der Schlüssel ist? Auch das ist eine gute Idee. Erstmal den Strom hier wieder ran. Bei Story Playhouse. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas production zone, so we can get out of here. It's the door by the cable car you arrived on. Good luck. Irgendwas passiert jetzt. Irgendwas passiert jetzt. Katze wird uns nicht einfach so gehen lassen. Bin ich mir sicher. Wer ist eigentlich Olli? Das frage ich mich auch. Das wird halt safe irgendein anderes Kind sein, welches in ein Spielzeug verwandelt wurde. Aber wir wissen noch nicht genau welches. So, große Batterie muss wahrscheinlich da rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Creepy as shit, diese Katze. Holy fuck. Jesus Christ. Du willst mir sagen, dass ich jetzt jedes Mal von hier aus wieder starten soll? Das ist nervig. Aber gut, dauert nicht so lange. Oh. Ich glaube, ich werde der Katze einmal ausweichen müssen und dann muss ich der... Muss ich die Batterie da wahrscheinlich einsetzen. Gut, dass ich allein mit meinen beiden Katzen in der Wohnung bin, kurz vorm Schlafen gehen, gar nicht gruselig. Nein, natürlich nicht. Das ist doch nicht gruselig. Oh, meine Nase macht gerade ein bisschen dicht und ich weiß nicht warum. So, okay. Jetzt müssen wir mal genau gucken, was unsere Optionen sind. Weil wenn der da jetzt einfach rauskommt, wird's wahrscheinlich schwierig. Die Batterie da einfach einzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich schnell genug sein werde. Kann ich da hinten? Ja, ich kann hier lang. Okay, alles klar. Ja, dann flüchten wir einfach in diese Richtung.
Der sieht doch einfach creepy as shit aus, ne? Bye! Warum ist die Tür denn jetzt hier zu? Okay, alles klar, nevermind, da können wir nicht lang. Eben war die doch noch offen. Katzenallergie. Das. Schwierig, 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 schwierig. Okay. Jedes Mal das Gelaufe. Ist so, jedes Mal dieses Hin- und Hergelatsche. Das macht's nervig. Ich habe kein Problem damit, die Stelle ein paar Mal zu versuchen. Aber dass man vorher noch so eine ewig lange Sequenz machen muss, das nervt. Plonk. Give me the battery. Ja, also es scheint, als ob nach hinten abhauen nicht die richtige Option ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal quasi wieder nach vorne laufen oder so. Einfach versuchen, die Batterie trotzdem da reinzuzimmern. Aber ich glaube, dafür bin ich zu weit weg. Ich glaube, das schaffe ich nicht, ohne dass das Vieh mich tötet. Da müssen wir mal gucken. Weil diese Türen, die gehen alle zu, meine ich. Ja, da ist dann dicht hier. Okay, wir können die Batterie nicht einsetzen. Ich kann auch nicht dahin zurück, wo ich war. Oh, warte. Das Vieh ist aber auch echt creepy, ne? Also... Scheiße! Gruselgatze. Abschießen geht auch nicht. Ole! Vielen lieben Dank für das Prime Sub und herzlich willkommen in der Adams Family. Hören Sie mal. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Ich danke dir. Moment, wofür hatten wir denn diesen Schlüssel hier? Skydome. Okay. Aber wo zum Fick ist denn der Skydome? Keiner weiß. Keiner weiß. Wie ätzend wäre es, wenn jedes Mal ein anderes Kabel ab wäre und du rausfinden müsstest, welches es ist. Das wäre richtiger Abfuck. Einfach Katze streicheln. Hier, Putti, Putti, Putti. Hier, Putti, Putti, Putti. Das wird sein. Das machen wir. Also wir können sie halt auch nicht abschießen. Das habe ich ja jetzt offensichtlich gerade versucht. Das funktioniert nicht. Ja, honestly, ich weiß nicht so ganz. Ist hier irgendwo was, wo man langlaufen kann? Kann ich vielleicht da rechts dann diese Treppe hoch? Da drüben kann man auch nirgendwo vorbeilatschen. Da ist auch alles dicht. Hier lang ist keine Option. Ist da oben irgendwas, wo man sich langhangeln kann? Nein. Warte mal, hier ist ein... Hier ist doch dieser Lift. Vielleicht ist der dann offen. Da müssen wir mal gucken. Also entweder da rechts oder da der Lift. Wir müssen mal schauen. Ja. Der ist offen, oder? Ja.
Catnap kommt, sei vorbereitet. Was? Was soll ich tun? Auf der linken und rechten Seite des Raumes, obwohl auf der Vorderseite sollen sich kleine Nischen befinden, in denen Terminals zum Aufladen bereitstehen. Überzeuge dich selbst. Was? Soll ich nicht die Batterien da reinzimmern? Was? Ich bin maximal lost gerade. Was powere ich hier gerade damit? Was geht damit an? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier zum Gas abhalten, so. Hier kommt Gas raus. Das hier hätte ich gerne einfach offen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Okay, er kommt jetzt da lang. Please insert new battery. Leute, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Okay, nee, das habe ich hardcore verkackt. Das habe ich überhaupt nicht gerefft. Ja, das ist so ein Five Nights at Freddy's Element. Die Katze sieht mehr aus wie eine Ratte. Ja, aber sie ist haarlos. Da war ich gerade ein bisschen zu dumm einfach. Ein kleines bisschen dämlich auch. So. Okay, ich habe halt auch gar nicht bis eben gerafft, dass man das hier aufmachen kann. Dann hat man nämlich eine weitere Batterie.
Und wenn man das hier aufmacht, dann kann man nämlich hier Dampf sprühen. Catnap kommt, ja, alles klar. Sei vorbereitet. Ich bin sowas von vorbereitet. Darum kann ich beschützen. Das war vorher ein sicherer Raum und er könnte dich jetzt retten. Mach dich mit ihm vertraut. Ja, das habe ich ja gerade getan. So, hier werden die Batterien aufgeladen, ja? Nee, da habe ich aber nur Licht, so für mich dann. Deine Fackeln können aufdecken, was echt ist und was nicht. Das wirst du gegen ihn verwenden wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, das hier will ich anmachen, ja? Will ich, dass das anbleibt? Nee, weil ich muss dann meine Batterien nach und nach benutzen hier, ja? Alles klar. Aber er kommt da lang, ne? Das war nicht echt. Das war eine Fata Morgana, du. Please insert new battery. Nope! Nope! Digga! Mach zu! Holy fuck! Lass das! Digga, der ist aber auch creepy as shit. Insert new battery, alles klar, es wird immer schwieriger. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, I am so stressed. Nee, das ist echt. Okay, das ist echt, das ist echt, das ist echt. Rüber. Oh, ich war zu langsam. Ach komm. Let's go. Let's hab Stress und so. So, wart's mal ab, Kollege. Wart's mal ab. Moment, hier ist doch eine Batterie drin. Ich wollte schon sagen, warum geht das denn hier nicht? Wollte schon richtig Stress machen. Das ist fake. Da und da kann nichts kommen. Das ist fake. Da und da kann nichts kommen. Alles gut. Das ist echt. Okay. Öffnen. Saft und einmal rein in die Olga. So. Batterie. Da rein. Einmal checken.
Bisher nirgendwo Gefahr. Wahrscheinlich geht gleich oben die Luke auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin maximal gestresst. Boah, verpiss dich einfach, ey. Dieses Vieh ist auch schlimm. Rechts ist Dampf, da ist alles gut. Hier kann nichts passieren. Neue Batterie, alles klar. Einmal die Luke. Einmal zu. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. Gerade alles in Ordnung. Er kommt nirgends. Jetzt gerade noch überall alles okay. 60 Sekunden immer noch. Oh mein Gott, wie lange. Oh, Digga, diese Luke. Mach zu. Letzte Batterie, alles klar. Jetzt ist es auch noch dunkel. Oh, Jesus. Uff. Er kommt gerade von nirgendwo. Okay, 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 okay. Oh, lass mich bitte einfach in Ruhe. 26 Sekunden. Oh, Jesus. Oh Gott, da ist er. Und das ist echt, das ist echt, das ist echt. Ich werde sterben. Oh. Das ein Pain in the ass. Oh. Digga. Das ist aber auch alles echt scheiße, du. Na komm. Trau dich, Kollege. Ich mach dich so lang. Fake. Sophie! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für 5 Gifted-Subs. Hören Sie mal. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Schön, dass du da bist. Danke dir. Du bist echt. Alles klar. Ah, falsche Seite. Oh, gerade noch so abgewehrt. Eine Batterie. Oh, ja. Nein, wir kaufen nichts. Oh, Gott sei Dank war das Fake, sonst wäre ich direkt tot gewesen. Der war schon so nah, oh mein Gott. Einfach direkt wieder zu. Oh, Gott sei Dank, auch Fake. Ey, sobald diese Klappe da oben losgeht, ne, schleicht er sich hier unten aber auch an wie der letzte Wichser. Hier nicht, da nicht. Und das geht dann vor allen Dingen auch so schnell einfach. Uff.
Bitte komm nicht nochmal irgendwo. Bitte komm nicht nochmal. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Nein, es ist echt. Das ist mein Tod. Ah. Du hast auch wirklich gefühlt nur 5 Sekunden Zeit, um zu reagieren. Das ist ja maximal lästig. Oh. Ey, Digga. Weißt du, ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich hier 10 Sekunden lang stehe und nur hier hinglotze. Ich laufe ja die ganze Zeit hier rum und guck dauerhaft jeden Eingang an und dann ist er aber schon hier circa hier vorne und dann hast du nur noch irgendwie eine Sekunde Zeit, um zu reagieren. Es ist maximal belastend. Digga. Komm, geh auf. Ich hab keine Zeit für den Stuss hier. Jetzt aber. Kam bisher nie von den Seiten. Nee, tatsächlich nicht. Fake. Du bist echt. Fake. Du bist echt. Batterie, Batterie, Batterie. Komm, nehmen wir die von der Seite. Gott sei Dank, fake. Auch fake. Der ist echt. Was war das für ein Geräusch, Digga? Was ist das für ein Geräusch? Fehlt was? Nee. Fehlt nichts, aber es passiert auch gerade nichts. Warum passiert gerade nichts? Aber er zählt die Zeit trotzdem runter. Bitte, bitte, bitte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
zwei, eins. In dein Gesicht. Mit einer riesigen, überladenen Dosis Strom. Sehr schönes Sinnbild. Sehr, sehr schönes Sinnbild. Du, der ist tot. Mir fehlt jetzt eine Hand. Komme ich hier jetzt wieder runter? Ey, um Gottes Willen. Also dieser, ich glaube, dieser komische Bug, der da eben war, der hat uns tatsächlich ein bisschen gerettet. Weil ich glaube, dadurch wurde irgendwie verhindert, dass wir nochmal angegriffen werden. Wenn mir jetzt noch jemand sagt, wie zum Fick ich hier wieder rauskomme. Okay, unsere erste Hand ist jetzt weg. Wir haben noch die Pistole und die Lilana. Ist sicher, dass ich jetzt hier nicht wieder runter kann? So. Sind wir uns da sicher, sicher? Okay, aber sagt ihr mir dann auch, wo ich sonst lang soll? Frage für einen Freund? Hallo? Bin ich zu blöd, oder? Ist hier oben irgendwas, wo ich... Hallo? Hallo? Aber ich spiele das Spiel durch. Also, das wird gefinished. Kannst du die Dachklappe öffnen? Scheinbar nicht. Bin ich dumm? Batterien kann ich auch nicht wieder rausziehen. Ja, I don't know where to go from here. Hier ist ein Tape. Log code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery... End of log. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh,
Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Oh, okay. Die Menschen haben diesen Prototypen erschaffen und jeden Tag Experimente mit ihm durchgeführt und ihn gefoltert und alles. Okay, hier ist einfach ein fucking Knopf. Never fucking mind. Excuse me. Aber der Prototyp hat das einfach umgedreht und hat genauso Experimente an ihn durchgeführt. Wo ist meine Batterie? Ich hatte eben noch meine Batterie. Wenn ich jetzt meine Batterie nicht habe und da unten nicht weiterkomme, raste ich aus. Die steht da. Die hätte ich scheinbar nicht mitnehmen müssen. Okay, alles klar. Endlich kann ich diese Drecksbatterie hier einlegen. Endlich kann ich diese Batterie hier einlegen. Den Knopf brauche ich aber nicht drücken. Und jetzt drücke ich diesen Knopf hier. Neustart. Und es wird halt hier drüben alle drüber gepumpt. Und damit müsste das ganze Gas jetzt da drüben reinwandern. Okay, es wird einfach nochmal neu gestartet. Bin leicht konfus. Never mind, I guess. Jedenfalls ist das jetzt alles hier drüben. So, und jetzt? Good, you're here. Bist du. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Wo bist du? Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place, thanks to you. Okay. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. Oh, okay. The truth. You came back because of your co-workers. You want to know what happened and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Jetzt kommt's. Da sind die ganzen Experimente, die ganzen Spielzeuge durchgedreht und haben anscheinend alle umgebracht. Alles voller Leichen. Die ganze Fabrik. I remember hearing every moment of it.
gone so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this, for everything. As soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you! Sie ist immer so nett zu der... Wie heißt sie nochmal? Kissy Missy, glaube ich? Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... We did it! Oh nein, die arme Kissy Missy. Die mochte ich immer, die sollte nicht sterben. Das finde ich schade. Das finde ich nicht gut. Und das ist ein ekliger Cliffhanger. Das ist ein richtig, richtig, richtig ekliger Cliffhanger. Peace! Hat sie verdient. Hat sie nicht. Die war immer nett zu uns. Aber was soll ich sagen? Poppy Playtime Chapter 3 damit geschafft. In einer Sitzung. Und ich bin sehr zufrieden. Ich bin aber auch einfach ein riesiger Fan von dem Franchise. Ich finde Poppy Playtime eine super geile Geschichte. Super geil umgesetzt, klar. Das Spiel hatte jetzt so hier und da seine kleinen Schönheitsfehler. Das wurde aber auch heute released. Das braucht noch ein paar Bugfixes, das braucht ein paar Patches. Dann läuft das wie geschmiert und wie eine Eins. War aber nochmal eine Steigerung zum zweiten Teil. Ich muss gestehen, ich fand es nicht so strong wie den zweiten Teil. Es war ein bisschen rätsellastiger und weniger intuitiv, mit intuitiven Stressmomenten auch. Aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich bin Fan, nach wie vor. Und ich freue mich riesig auf den vierten und ich glaube letzten Teil dann. Ich weiß gar nicht, wie viele es geben wird. Aber freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Teil. Und sobald alle Teile draußen sind, so alle Teile, dann müssen wir das ganze Spiel einfach nochmal durchspielen. Ich mag die Regeln ja nicht, ne? Aber wie gesagt, fand ich sehr gut, fand ich sehr strong und damit haben wir's geschafft. Ich muss sagen, dafür, dass er so der Hauptprotagonist beziehungsweise der Hauptantagonist war. Hier, wie auch immer er heißt, Catnap. Dafür war er ein bisschen zu selten Fokus des Geschehens, bin ich ehrlich. Man könnte es jetzt als Building, als Story-Building oder so beschreiben, aber honestly,
Ich fand, er hatte einfach ein bisschen zu wenig Screentime. Weil er auch richtig geil gruselig ist. Da hätte man noch ein bisschen mehr mitmachen können, bin ich ehrlich. Aber wie gesagt, das ist alles Kritik auf hohem Niveau, sage ich einfach mal. Ich fand es trotzdem richtig, richtig gut. Hat mich sehr unterhalten. Ich fand es richtig nice. Ja, was soll ich sagen? Me gusta. Hat mir sehr gut gefallen. Bist du ehrlich, sagst du? Ich bin ehrlich, du. Bin ich ganz ehrlich? Bin ich einfach? Ich kack ehrlich, ja. So, hab ich's gesagt. Die Anguck-Lady hatte gefühlt mehr Input. Ja, halt wirklich. Die hatte mehr Screentime als Catnap. Catnap wurde halt mehr angeteased. Catnap wurde halt mehr erwähnt. Aber ja. Gut, aber damit haben wir es geschafft. Sagt mir doch mal, wie ihr das fandet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben. Und einen wundervollen Restabend. Macht's gut. Tschüss.